Zusammen. Es ist sonnig, 30 Grad draußen im Schatten. Es ist Silvester. Morgen haben wir das Jahr 2020. Das ist der vorletzte Stream, ja, bevor das neue Jahr beginnt. Heute Abend, ca. 18, 19 Uhr, starten wir dann und dann geht's durchgehend bis ins nächste Jahr rein. Das erste Mal, dass ich komplett über Silvester streame. Also wenn ihr heute Abend Langeweile haben sollt, ja, wisst ihr Bescheid. ich muss erstmal richtig wach werden. Ich habe bis eben noch gepennt, ja, und dann ist mir so 20 Minuten vorher eingefallen, oh shit, 10.30 Uhr ist der Stream geplant, aber ich bin da. Es war noch nicht so komplett, wie ich eigentlich da sein will, aber es wird schon, die Tastatur ist auch entnotet. Hi erstmal an Tom und hi an Katastrophe, Daylight Girl. Was das davor heißen soll, das heißt wahrscheinlich Daylight Girl in irgendeiner anderen Sprache. Ich habe hier sogar ein Spiel, das nennt sich ETS2, das können wir jetzt. Oh, was stimmt hier gerade nicht? Das Bild kommt nicht direkt rüber. Ich möchte bitte das
Multiview anzeigen? Was ist denn das? Das ist neu. Sehe ich zum ersten Mal. Spielaufnahme. Zeige mir bitte Bild. Achso, hier ist noch Apex Legends eingetragen. Deswegen sehen wir nichts. Jetzt sehen wir aber was. Ich bin nicht das Mädchen, ich bin den Typen hier, ne? Der untere ist auch nur mit World of Trucks verbunden, wie man sehen kann. So, dann brauche ich jetzt wieder dieses Bild und dieses Bild und. Achso, Daylight Girl auf Koreanisch. Warum Koreanisch? Warum nicht Japanisch oder was anderes? Keine Ahnung. Daylight Girl auf Englisch wäre doch was, oder? Okay, das macht keinen Sinn. Ja. Ich drücke erstmal auf Fahren. Da muss ich erstmal schauen, wo ich jetzt gerade Okidoki. überhaupt stehe. Und wenn ich weiß, wo ich stehe, dann macht es auch erst Sinn zu überlegen, wo ich hinfahre. So, Auftragsangebot und externe Aufträge. Ich hoffe es, ja, es gibt noch Weihnachtsfrachten, ganz viele sogar. Da muss ich bloß noch eine finden, wo ich noch nicht war. So, hier, Osnabrück geht nicht, Magdeburg geht nicht. Odense geht nicht. Aalborg geht nicht. Ich hoffe, es gibt eine, wo ich hinfahren kann. Hallo, sorry guys. Ja, hallo, hallo. Guys. Hallo, hallo, hallo. 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 Hallo? Platz geht nicht. Demand, geht auch nicht. Der Runde geht auch nicht. Oh, wo geht das denn hin? Geht auch nicht. Geht auch nicht. Ah, jetzt noch was zu finden. Ja, ich muss mich abschleppen. Ich muss woanders hin. Ich muss woanders hin. Ich bin gerade mein Freund und du bist gerade dein Freund. Ich hätte jetzt mir vorstellen können, dass du bei deinem Freund bist, aber dass du dein Freund bist. Also, ja, ist so, ne? Wortspiel. Bist du bei deinem Freund oder bist du dein Freund? Also, ich bin gerade mein Freund und er ist jetzt noch mal schnell einkaufen für heute Abend. Aber ich wollte noch ein bisschen im Bett bleiben. Ach so, die faule Kater, zu faul aufzustehen. Was, weil Koreanisch geil ist, allgemein Korea. Ja, gut, da kannst du vielleicht recht haben, so ein bisschen. Also, ne, das sehen ja auch sehr viele so, ne, die ganze K-Pop-Szene und so weiter ist ja da auch darunter. Inbegriffen wie BTS und was ich was alles. Ich muss woanders hin. Garagenmanager. Wir gehen jetzt mal in irgendein Gebiet, wo ich denke, andere Frachten bekommen zu können. Wir gehen jetzt mal hier Richtung Ungarn, weil ich bin immer noch nicht hier. Ich war noch nicht einmal im Türkei-DLC. Sorry guys, Kanya, sorry. Sorry Ja, kein guys. Problem. No Sorry. Ja, problem. tschüss. Hau ab. Wir gehen wieder. Sorry guys. Ja, das hast du ja schon dreimal gesagt. Kannst du bitte. Sorry. Hey, halt dein. Sleep bros. Wenn du jetzt noch einmal Entschuldigung sagst. Geht doch. Sorry guys, Sag das sorry. nicht nochmal. Sleep. Hau ab. Sorry. Sorry guys. Du, der macht mich aggressiv. Wenn jetzt noch einmal. Sorry, sorry, Halt deinen sorry, Mund! sorry, sorry, sorry. Einmal entschuldigen reicht doch, muss man das hier gleich nochmal machen. Da war die Entschuldigung eh nicht an mich gerichtet. Kann er sich auch noch einmal entschuldigen, dass er sich entschuldigt hat? Bitte? Ja, hatte keinen Bock, 6 Kilometer zum Supermarkt zu kaufen, zu laufen. Ach, laufen! Ich habe hier draußen sowas zu stehen, auf dem Parkplatz, das nennt sich Auto. Damit bist du in. Ja. Ich will ja nicht betreiben, aber hier, okay, innerorts vielleicht in 10 Minuten da, ne? Ja, so. Ich glaube, ich ändere mal den Funkkanal. Das ist ja, ich mache den Funk aus. Wie geht der aus? Da. So. So minimale Hintergrundmusik wäre auch okay. Bitte. Danke. Wir fangen auch ganz oben von der Liste an.
Olzilot, moin, moin, wünsche allen ein gesundes Neujahr. Ist bei dir schon Lost Neujahr? Erstmal hi. Wünscht man ein gesundes neues Jahr nicht erst, wenn das neue Jahr schon begonnen hat und vorher einen guten Rutsch, wenn das alte Jahr noch ist? Bin ja gerade am Überlegen jetzt. Jetzt bringst du mich gerade durcheinander. Ich wünsche ein frohes neues Jahr, wenn es schon ist. Und vorher wünsche ich doch einen guten Rutsch. Also jetzt aktuell würde ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Und wenn das neue Jahr begonnen hat, dann frohes neues, oder? Ist ja auch scheißegal. Dir natürlich auch dann, wenn es soweit ist, ein frohes neues. Und wir haben beide keinen Führerschein und Auto. Das ist schlecht. Da läuft man doch gerne mal 6 Kilometer. Also der Hinweg ist ja vielleicht noch okay, aber der Rückweg, wenn man das ganze Gepäck bei hat, ne? Vor 2020 75 Abos. Ich weiß gar nicht, hast du schon geschafft? Moin, moin. So, ich brauche Spiel. So. Ich tank erstmal. Oh. Ey, ich habe noch nie so günstig getankt, noch nicht mal mit Auto. Wo kann ich den Euro besagen? Er ist mit dem Fahrrad los. Ja, oh gut. Fahrrad ist denn trotzdem noch ein bisschen ungünstig. Ja, ich fahre ja schon weg. Ach ja, ich muss Motor starten. Fahr ja schon. Mann, diese Drängler. So, jetzt kannst du tanken fahren. So, ich chill jetzt hier. Ich hoffe, der fährt das auch tanken. Der kommt es da eindeutig durch. Der wollte gar nicht tanken, der wollte mich nur anhupen. Guten Rutsch ist okay, aber bitte ohne Brüche, sonst könntest du wehtun. Da hast du vollkommen recht, da hast du vollkommen recht. Na, ich bin hier nur zu Hause, ne? Ich stream ja. Und hier kann ich mich nicht so stark verletzen, außer vielleicht am Rechner, wenn der hochgeht. Sonst dürfte eigentlich nichts passieren. So, ich gucke es aber mal, wo es hingeht. So, jetzt dürften wir ja andere Frachten haben. Geht nicht. Ah, da oben war auch noch was. Geht nicht. Salzburg, geht nicht. Der Ort geht, den nehmen wir direkt. Es gibt kaum noch Orte, die man anfahren kann. Also zumindest, die er anzeigt als Fracht. Fahrt vorsichtig. Ja, werde ich. Aber haben ganz viel Saft im Kühlschrank. Hust, hust. Aha. Wozu ist der Saft? Also was ist es für Saft? Wahrscheinlich so ein gesunder Saft mit ganz viel Kräuter drin und so weiter, oder? Dass man auch wirklich nicht krank wird. So. Gut. Dann fahre ich doch mal los. Biege nach links ab. Biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Machen wir Wodka und ja, Biege nach ich muss links gar ab. nicht weiterlesen. Sie sind am Ziel angekommen Fast und Ihre vorbei. Routenführung ist damit Ja, abgeschlossen. die Routenführung beginnt gleich erst. Wenn ich die Fracht hier habe, da ist er. Zeit zu gehen. Das heißt zu fahren, nicht zu gehen. Das habe ich schon mehrmals gesagt. Habe schon.
Pferde kotzen sehen, Kollege hat sich am Schreibtisch Rippen gebrochen. Ja, nee, das wird nicht passieren, das wird nicht passieren, das wird nicht passieren. Ich bin hier. Wir werden natürlich noch ein bisschen Alkohol trinken, aber wir werden es nicht so in der Kamera zeigen, natürlich, ne? Für euch ist es einfach nur Mineralwasser, was wir trinken. Aus Flaschen, aus kleinen Flaschen. So. Biege nach links ab. Los geht die Fahrt. Ah, ich hab grün. Da wartet sogar. Immer geradeaus. War noch grün. Boah. Das ist eh noch rot. Jetzt kann er fahren. So. Ich darf das, bin alt genug. Ja, natürlich, du darfst alles. Du hast es auch schon gemacht, wahrscheinlich, wo du noch nicht alt genug warst. Ich werde nächstes Jahr 2. Ja, herzlichen Glückwunsch. Du wirst gar nicht wissen, wie alt ich nächstes Jahr wäre. Und dann bleiben sie immer geradeaus. Oh, ey, ich werde nächstes Jahr schon. Immer geradeaus. 23. So, hier kann ich jetzt weiterfahren. Ach, das wird eh gerade grün. Deswegen kann ich weiterfahren, weil es hier gerade grün wird. Das war, ne? Eigentlich wollte Steffen mitfahren. Aber irgendwie. Keine Ahnung. Ich schreibe mal an, wo er ist. Ah, Pia hat angerufen. Um 3.29 Uhr nachts. Ist es ihr Ernst? Das ist jetzt erst. Sorry. Hab. Schon. Gepennt. Gepennt. Abschicken. So. Mein Freund wird 4 Tage vor mir 2. Abbiegen. Ah, habt ihr fast das gleiche Alter. Biege nach rechts ab. Natürlich biege ich rechts ab. Ach ja. Das Lustige ist, dass ihr nächstes Jahr dann 12 beide seid, wa? Also ein übernächstes Jahr in dem Falle. So, wir haben 5 Zuschauer, 2 davon schreiben. Wer ist der Rest? Fragen über Fragen, oder? Weil der Nightbot zählt offiziell nicht als Zuschauer dazu. Demnächst links abbiegen. Demnächst? Warum nicht hier vorne schon? Okay, dann mach was demnächst. Achso, hier vorne wären wir auf der falschen Seite von der Autobahn. Ab. Nee, obwohl, eigentlich nicht. Wie steht der denn hier? Bisschen doof, wa? So. Ist eine Gegend, wo ich noch nie gefahren bin vorher. So. Was? Leland Blitz? Hey! Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ja, das ist, glaube ich, richtig. Wie geht's? Ja, ganz gut. Wie geht's dir? Schön, dass du reinschaust. Und hi, Leni SSO Girl. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ich hoffe, ihr rutscht gut rein in diesem Jahr, ne? Also ins nächste Jahr, besser gesagt. In diesem Jahr seid ihr ja schon. Nimm die Ausfahrt rechts. Das ist hier eine Ausfahrt. Für mich ist das keine Ausfahrt. Für mich ist das eher. Immer geradeaus. Ja. Auch ich nehme den hier. Ach nee, wir sind hier ein bisschen falsch. Mann, und ich trau den.
Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Wie ist der da durchgekommen? Ach, die geht von alleine auf. Ja, ach so. Das ist wieder komplett neu. Ich dachte, die eine geht gar nicht auf. Egal, ich wollte hier außen rum. Jetzt fahren wir so. Will getoastet Toast, aber es hat kein Toaster. Zettler. Ich habe einen Toaster hier, komm vorbei. Lene schreibt nochmal Hi. Was? Lang nicht mehr gesehen. Also gesehen eigentlich noch nie, ne? So wirklich. Aber gehört auch schon lange nicht mehr. Was ist denn das hier von Scheiß? Muss ich jetzt da lang? Hier verläuft man sich ja komplett. Oh, jetzt fahre ich die Busspur. Egal. Ist mir scheißegal. Da bin ich jetzt mal Bus. Aber Bus kommen wir nicht durch, wa? So. Doch, wir müssen ja durchkommen. Bisschen eng, aber es wird... Doch, man kommt durch. So. Ja, wenn man noch nie in einer bestimmten Gegend war... Obwohl, das andere war ja auch viel zu klein gewesen. Das andere war mehr so... Ja, sieht alles gut aus. So, was schreibt der Blitz? Was? Gut. Ja. Ah, okay. Wie lange machst du schon Twitch? Eigentlich schon eine lange Zeit. Allerdings, weil ich parallel noch auf YouTube bin, ist Twitch irgendwie... Also Twitch kommt wahrscheinlich nie so an, wie es sein soll. Dafür müsste ich ein bisschen mehr bei Twitch machen. Ich habe dich gesehen, aber du mich nicht. Wie jetzt? Ach so, er ist dein Bruder. Wo hast du mich gesehen? Okay, du siehst mich jetzt gerade, ja. Da, also hier, ne, hier. So. Ja, von Nähe Flensburg nach Oranienburg. Ja, ist doch nicht weit. Das sind 3 Stunden oder so. 4. Da. 4 Likes schon. Vielen Dank für die Likes. Gibt es eigentlich bei Twitch sowas wie Likes? Ich glaube nicht, wa? Da sieht man mal, wie viel Ahnung ich habe. Kann ich mitmachen, wenn ja, welcher Server und wo? Mitmachen kann jeder, der mitmachen will. Ist ja... eine... Also ich bin auf jeden Fall auf Server... Nicht auf 1, ich bin Simulation 1. Und... Danke, Blitz, für dein Follow auf Twitch. Oh, das reimt sich sogar. Ich bin auf Server 1, also Simulation 1 und. Ich bin gerade irgendwo Italien, glaube ich, ne? Bin ich Italien? Bin ich in der Türkei? Ich weiß gerade gar nicht, wo ich... Ich guck mal kurz, wo ich überhaupt hin muss. Ich muss nach Galatz. Subse. Wenn du weißt, wo das ist. Hi Pascal, guten Morgen. Nein, bei Twitch gibt es keine Likes. Ja, siehst du? Auch eine Funktion, die bei Twitch fehlt. Ich will Likes bekommen bei Twitch. Das ist sehr weit für einen Toaster. Ja, wenn du dann schon mal hier bist, lohnt sich der Rückweg gar nicht mehr, ne? Dann kannst du gleich hier bleiben. Weil Steffen und ich, wir streamen heute Abend, wir brauchen noch jemanden, der uns bedient. Also Kater, wenn du Lust hast, ich bezahle auch ganz gut.
Ja, das meine ich, Facecam. Achso, ich dachte schon, ich habe dich irgendwo anders gesehen. Und ich wusste es nicht. Bye, bis zum nächsten Mal, Blitz. Ich nenne dich einfach Blitz. Blitz passt ganz gut, glaube ich. Ach, Rumänien, genau, ich bin in Rumänien. Meine ich doch. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Ich fahre jetzt auch nach Rumänien, so wie es aussieht. Also ich bleibe in Rumänien. Nimm die Ausfahrt rechts. Und die Strecke ist auch recht kurz, das ist ja gut, weil ich will ja noch meine Frachten voll bekommen. Ja gut, mein Freund wollte mir nicht glauben, dass... Was? Ich muss mal kurz die Spur wechseln. So. Mein Freund wollte mir nicht glauben, dass im Supermarkt der dritte Weltkrieg ausgebrochen sein wird. Jetzt schreibt er, du hast recht. Du, das ist normal. Es war alleine gestern schon um einiges überfüllt als normalerweise. Weil gestern dachten auch schon sehr viele, okay, ich gehe lieber so wie gestern einkaufen, weil es heute sehr voll sein wird. Dann war ein großer Teil schon gestern, aber trotzdem war es voll. Und heute ist es auch voll und es wird wahrscheinlich... Ich verstehe eh nicht, ne? Warum man immer in der letzten Minute das tun soll, weiß, das ist halt auch eine Sache, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Taschen! Wir fahren zwar nicht mit, aber wir dachten, wir sagen mal hallo. Ja, hallo. Seid ihr gut ins neue Jahr gerutscht? Ach, ja, nee. Ja. Ja, klar. Ich muss euch aber was beichten. Dieses neue Jahr hat nur einen Tag. Es ist morgen schon wieder neues Jahr. Okay. Ah, okay. Ja, kann ich mitnehmen. Ja, 19 wird heute übersprungen. Ja. Sag mal, meinst du, deine ganzen ETS-Fahrer haben mal eben LKW übrig? Wieso? Brauchen Umzugswagen. Also, ich habe Geschenke bei für dich. Dann nehme ich auch noch. Du brauchst einen Umzugswagen. Wann geht's denn jetzt los? Ja, wir haben gestern schon angefangen. Ja, aber für größere Sachen brauchst du und wahrscheinlich fürs größere Sachen. Ja, und mein Transporter, der wird erst zum zweiten frei. Ich muss ja eigentlich bis heute hier raus sein. Ich gehe da mal Fernsehen gucken. Okay, auf dem Fernsehen, wenn es ein Smart TV ist, bitte YouTube öffnen, ne, und dann weißt du Bescheid. Er muss nicht gehen, er guckt sich was anderes kurz an. Ach so. Aha. Vielleicht hast du ja auch ein paar Zuschauer, die heute Langeweile haben und keinen Bock auf Silvester. Genau, wer will heute alle, die beim Umzug helfen, bitte melden. Gerne mit Auto oder Transporter. War momentan alles mit meinem Auto. Du willst lieber bei deinem Freund bleiben? Okay, dann haben wir halt keine Bedienung. Keine Umzugshilfe. Ich war gestern auch nochmal bei Rewe, wegen meinen... Ach ja. Alkohol erwähne ich hier nicht im Stream. Auch sehr vernünftig. Sollte man ja auch nicht tun. Ja, don't drink and drive, ne? Auch online. Auch nicht gesund, nicht? Alkohol ist überhaupt nicht gesund. Alkohol macht Birne hohl, ne? Und wenn da schon nichts drin ist, dann wird die ja noch hohler. Ja, aber Birne holt mehr Platz vor Alkohol. Ja gut, so rum kann man aber, das auch sehen. Nachher macht man das dann wie so ein paar Leute, die wir kennen, ne, die dann anfangen so über WhatsApp die Leute so zu texten. Ah, ja. Jeden hat er angeschrieben, nur mich nicht. Ich find's lustig, ich bin jetzt gerade mal 29 Minuten live, ja, und hab schon eine Wiedergabezeit von 8 Stunden. Das heißt, ich hätte jetzt schon einen Arbeitstag verdient. Wenn ich ein großer YouTuber wäre. Okay. Weil es nicht passt mit den japanischen Zeichen im Chat, das ist unhöflich. Warum ist das unhöflich? Das ist koreanisch. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Man erkennt auch sofort, dass das koreanisch ist. Japan sieht ganz anders aus. Nimm diese Ausfahrt. Und das heißt eigentlich nur Daylight Girl auf koreanisch. So. Gut. Ja, solange ich die Orte nicht aussprechen muss, wo ich gerade fahre, dann ist ja alles gut. Wie die immer ausweichen, ja? Ich fahre doch auf meiner Spur. Haben die alle Schiss oder was? Nein, die doch nicht. Ha, du blöder Gaul! Nimm doch nicht jeden Baum hier mit! Immer geradeaus. Immer geradeaus, immer geradeaus, immer geradeaus, immer geradeaus. Ach du Scheiße.
Man kann auch nur ganz leicht lenken. Wenn du zu stark lenkst, dann bist du sofort hier auf der Seite. Das wäre jetzt ein bisschen ungünstig. Ah, so. Wo ist denn Steffen eigentlich? Der wollte mitfahren. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Wir haben abgemacht um 10.30 Uhr, pünktlich auf die Minute starten wir. Ich muss ja, ja also, einiges vorbereiten für die Bürger. Nee, das macht er ja nicht, das machen wir ja hier. Das ist ja. Dennis hat gesagt, der Steffen wäre heute bei dir. Also, wo ist er? Ja, heute Abend kommt er. Er kommt. Ja. Und danach geht er rüber zu mir. So. Ach so, okay. Aber bitte mit gewaschenen Händen, ja? ist da. So, vielleicht ist der heute mal einkaufen gefahren. Immer geradeaus. Kann ja mal anschreiben, deswegen denk bitte dran, bevor du zu Olli gehst, dir die Hände zu waschen. Soll ich das mal machen, Olli? Was denn? Naja, bevor er zu dir geht, dass er sich nochmal die Hände wäscht. Hat mir halt gerade geschrieben. Fährst schon? Wenn ich um 10.30 Uhr sage, fahre ich auch schon. Ja. Das ist ja auch heute mal die absolute Ausnahme. Oder koreanisch, wie man es nennt, den seit 2019 wegen die neuen DSGVO-Regeln steht ganz klar keine koreanischen Zeichen im Namen. Ja, okay, was machen die Koreaner, die YouTube nutzen? Die haben dann Pech. Ich glaube, da geht es mehr um den europäischen Raum. Wollte gerade sagen. Aber dann könnten sie es auch ganz leicht machen. Dann könnte YouTube einfach die Zeichen verbieten, dass man die Zeichen nicht nutzen kann. Das wäre Mobbing. Ja. Also. Da in Europa halt, ne? Es geht ja jetzt nicht um die. Ja, aber es leben ja auch in Europa Koreaner. Richtig. Ja, aber die nutzen ja auch ihre. Die müssen ja auch den europäischen Namen nehmen. Ja, das ist ja gerade. Das wäre ja Mobbing. Ja, dann geht's los, dann ist das Mobbing, dann ist das automatisch auch gleich rassistisch. Ja, genau. Das artet dann in Rassismus aus und so. Und dann sind wir Deutschen wieder gleich die Nazis. Von daher lassen wir das. Ich kann ja auch nichts dafür, dass damals so ein Spinner so durchgedreht ist. Dabei war es ein Österreicher. Ja, das ist ja gerade noch das Schlimme an der ganzen Sache. Aber da die Österreicher Deutsch sprechen und es in Deutschland passiert ist. Und er die deutsche Staatsbürgerschaft schon hatte. Ja. Am Kreisverkehr sind wir Deutschen es schuld. Nimm diese Ausfahrt. Bei Mützen, das kann doch nicht so schwer sein. Und Koreaner behandelt man gut. Aha, wie meinst du das jetzt? Das heißt, man gibt ja ab und zu Futter oder wie? Das ist irgendwie. Oh, Olli. Pascal, du kannst ja mal Daylight Girl wegen dem Namen melden, mal sehen, was passiert. Hallo, das ist Anstiftung. Kannst ja angeben, aus Grund von Rassismus. Da sie die Deutschen mobbt. Hallo, das ist Anstiftung. Anstiftung einer Straftat? Nee, Straftat ist es ja nicht. Anstiftung zum Mobbing. Ja, aber anders kann. Aber anders kann man es ja nicht rausfinden, ob es wirklich nicht erlaubt ist. Ja, aber was kann denn das Mädel dafür, dass du da was rauskriegen willst? Die deswegen runterleiden. Bloß nicht, kommt hier gerade. Warum nicht, Kater? Ach, Kater. Ich weiß gar nicht, was du hast.
Alexa? Folgst du uns schon bei Instagram? Steht da. Ich melde keine, ich mach das nur wie Mobbing etc., sonst mache ich das nicht. Ach so, okay. Aline, ich habe mich übrigens mal verlesen, wo du geschrieben hast, ich gehe dann mal Fernseher gucken. Ne? Anstatt gucken, habe ich Kacken gelesen. Es ist vom ja. Weiten, könnte ein U auch ein A sein. Ich soll mich rechts halten. Lauter. Was sagt eigentlich mein Tank? Mein Tank ist noch voll, wa? Ja, was oben hin? Oh, ich hab Post bekommen. Was denkt jemand an dich? Und ich muss heute eigentlich noch ganz viele Sachen erledigen. Ich auch, ich muss noch Nudelsalat machen, ich muss noch eine Fuhre rüberfahren. Weil ich habe es noch heute Zeit, die Copper-Richtlinien zu erfüllen und ich erfülle sie noch nicht. Ja. Das scheiß neue Gesetz, was morgen rauskommt. Ich brauche noch jemanden, der mit anpackt. Am Kreisverkehr alleine ist das so. Nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Kater, ich mobbe nie jemanden. Wie war das, Kerstin Ott? Gut zur Katastrophe? Ich würde dich niemals mobben, ja? Ja. Sitze sowieso erst in einer Minute. Ah, ich kann wieder schnell fahren. Ah, ich komme hier nur auf 60, obwohl hier 70 ist. Das Spiel lässt mich nicht schneller fahren gerade, ist ja doof. Ja genau, ich würde dich niemals mobben. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Aber hier darf ich offiziell gar nicht links abbiegen. Dann machen wir es einfach trotzdem, wa? Es war nur ein geradeaus und ein Rechtspfeil. Kein Linksabbiegerpfeil. Scheiß drauf, wir biegen trotzdem ab. Immer geradeaus. Aber nein, nein, nein. Route neu berechnen. Ja, kannst du gerne neu berechnen, die Route. Ich bitte mal kurz, machen Sie eine Kehrtwende. Kein Problem. Ich mal finde kurz eine neue hier Route. Drauf und mir die Garage kaufen. Ich habe genug Geld zum Garagenkauf, was Steffen nicht hat. So. Ach, Steffen. Ich stehe gerade auf, schreibt Steffen gerade. Ah, oh, okay. Wie, er steht gerade auf? Nein, nein, nein. Will ich wissen, wer da genau aufsteht. Deine Frau zu Hause? Weißt du das nicht? Das ist eine süße kleine Maus? Ja, eine süße kleine Maus. So. Neu berechnen. Wie cool. Weiter geht's. Also, eingepudert. Kater, warum wohnt ihr eigentlich auf so einem Dorf, ja, wo nix ist?
Ist schon ein bisschen, ne? Doof, wenn du da 6 Kilometer laufen musst, um zum nächsten Laden zu kommen. Olli, was machst du eigentlich bei der nächsten Gamescom? Weiß ich nicht, da bin ich ja so gut wie gar nicht vorhanden. Biege nach rechts. Wieso? Ja, solange du da nicht abhandeln gehst. Kann sogar sein, dass ich erst an dem Tag ankomme, wenn es ist. Vielleicht okay. Maximum einen Tag früher. Ja, ich bin auch am überlegen, ob ich mit Fabi und mit Fabi und Fabis Vater mitfahre. Okay. Dass sie nicht so einsam alleine fahren müssen. Also meinst du eher, dass du nicht so einsam und alleine fahren musst? Ne, Steffen ist auch dabei, wahrscheinlich. Achso. Also Steffen weiß noch nicht, ob er dabei ist. Ultilet, Frage, hast du dich jemals in dem Spiel an Verkehrsregeln gehalten? Ja, am Anfang, da wo ich das Spiel mir gekauft habe, also die ersten Streams, wenn du dir die ganz alten anschaust und damals, da ja. Mittlerweile. Dann hat es aber so langsam wieder aufgehört. Na, man muss ja irgendwann mal ans Ziel kommen, ne? Sonst fährt man ja. Wir können ja die nächste Strecke komplett nach Verkehrsregeln uns halten, ja? Die nächste Strecke nachher, so. 30 Stunden später. Und Hallöchen und guten Morgen, Marlene. Hast du gut geschlafen? Wie geht's dir? Dir auch einen guten Rutsch schon mal, falls man sich heute nicht mehr sehen sollte. Und das ist ziemlich unwahrscheinlich, dass wir uns sehen. Ja, wir sehen uns Olli heute, oder? Wir sehen uns? Ja, über WhatsApp. Ach so, naja, wahrscheinlich die Tendenz kommt. Ey, warte mal, das habe ich da eine solche Idee. Muss das WhatsApp sein? Kann das Hallo. Auch. Sky sein, oder? Sky? Okay, Sky ist Pay-TV. Ich meine, Sky-TV. Auf welchen Sky-Fernsehsender bist du denn? ach, du warst schon... Ja, ich weiß, was du meinst. Nee, Sky wäre total lustig. Weißt du, warum? Warum? Wir sind ja dann hier im Stream, ne? Und ja. Dann könnten wir über Stream euch über Skype anrufen. Da können wir solche Skype-Videokonferenz machen. Da kann Udi und Tanja auch noch mit rein. Und dann sieht man euch auch alle mal im Stream. Jo, können wir gerne machen. Wäre lustig irgendwie. Ich war doch schon mal zu sehen. Auch im Stream? Nein, Olli, nein. Das wüsste ich. Ich sag nur hier, die Gamescom ist. Ja, okay. Ne? Das ist ja was, das ist ja jetzt nicht so, weißt du, ihr da und ach, so. Du willst sehen, wie ich. Die Leute sollen sehen, wie ich hier im Gammelpullover mit Headset. Ja. Teilweise oben ohne, nee, das genau. Ist weniger. Ist denn nach 0 Uhr wahrscheinlich, dann passt das. Mein Freund wohnt ja nur da, wohne ja noch bei meinen Eltern und er wohnt wahrscheinlich nur bis er seine Ausbildung fertig hat. Da aber in was er wohnt wenn, und warum der da wohnt, kann ich nicht sagen. Achso, okay. Ja. Ich werde euch jetzt aber verlassen. Machst du Schluss, ja? Ja, ich muss ja noch ein paar Sachen rüberfahren. Ich will ja irgendwie mal. Außerdem, ich habe meine ganzen Lebensmittel drüben. Ich muss noch Nudelsalat für heute Abend machen. Du umzugsgeiles etwas. Ja, total. Ich glaub's dir. Das ist ja so der zweite Umzug innerhalb von 3 Monaten. Von wo ich mit, oder mein eigener, wo ich natürlich wieder anpacke und bei meinem besten Freund habe ich ja auch noch mit angepackt und wenn ich mal überlege, wer oder was. Du hast bei deinem besten Freund angepackt? Aha. Erste jetzt fängst du aber an. Ja, wir haben Waschmaschine und so. Ah, die hast du auch unter dem Arm genommen, oder? Die haben wir beide unter den Arm genommen. Klar. Ach so, ihr beide. Ja, ja. Hab ja mit angepackt. Ah, da hinten ist die nächste Garage, die ich mir hole. Ich bin das erste Mal in Petesti. Am Kreisverkehr, zweite Ausfahrt. Kennt doch jeder den Ort, oder? Nimm diese Petesti. Ausfahrt. Petesti, kennst du. Wer in Petesti noch nicht war, Big Tasty klingt fast wie. Das klingt so fast wie Big Tasty. Ja, so. Adieu, bleibt artig und Hände waschen. Wir hören uns noch und so. Bis später. Bis später. Wenn möglich, machen Sie eine Kehrtwende. Ja, natürlich. Bis dann. Bis nächstes Jahr und gut, ja. Bis nächstes Jahr auch gut. Ja, werden wir. Bis auf dem
bis wir uns was brechen und so und uns stark verletzen und im Krankenhaus aufwachen. Und ja, machen wir. Falls wir wieder aufwachen. Genau, das ist das nächste Thema. Gut, ja, dann also. Viel Spaß, ne? Ja. Lass uns eine neue Route finden. Mir geht es ganz gut. Frohes neues Jahr euch schon mal. Darf man sowas schon vorher wünschen? Eigentlich nicht. Ist, doch ein, ist ja so wie Geburtstag, ne, dass es dann Pech bringt. Aber einen guten Rutsch kannst du dir gerne wünschen. Und das wünsche ich dir auf jeden Fall. Ja, falls du gleich gehen solltest. Und ich bin aber übrigens bis morgen live. Ja, das heißt, ich bin morgen hier auch noch, Sie sehen. Also der offizielle Silvester-Stream kommt nachher erst noch. Ich werde noch ein bisschen was in OBS einstellen, dass wir auch so einen Countdown und so weiter haben. So ganz, ne? Also mal gucken, ob ich das noch von der Zeit her schaffe. Muss ja noch ein bisschen was in der Wohnung machen nachher. Ein bisschen Platz organisieren. Dann muss ich noch mein Standmikrofon anschließen, dass man Steffen mithören kann. Das wäre ein bisschen doof. Ich hoffe, ich finde noch das ganze Zubehör von meinem Standmikrofon. Mir fällt sowas immer erst am Tag ein, wenn es schon losgeht. Ach, das kriegst du schon hin. So. Ja, und es dauert so lange, bis er wieder da ist. Ich sag doch, komm vorbei, komm hierher. Weil hier haben wir ein Lidl, ein Kaufland, ein Rewe, ein Netto, ein Penny, ein Norma, ein Aldi. Wir haben alles hier, ja? Dennis, hast du nicht auch ETS? Ja, aber das hatte ich doch mit Steffen schon gesagt. Ich habe dasselbe Problem, was Steffen hat. Steffen hat kein Problem mehr, er kann mitfahren. Ja? Ja, ja. Steffens Problem ist erledigt. Bei Steffen war es einfach nur, er wusste seine E-Mail-Adresse nicht mehr. Weiß ich auch nicht mehr. Und dann hat Steffen aber noch die richtige E-Mail-Adresse rausgefunden und seitdem geht's wieder alles. Ja, dann mal guten Rutsch, ja, dankeschön. Ja, ich müsste nochmal gucken. Ja, das Summe ist, heute Abend fahren wir ja eh nicht, ne? Heute Abend machen wir nur Spiele wie Mario Party und Super Mario Kart und so weiter. Und vielleicht haben wir noch irgendwas anderes, was man zu zweit spielen kann. Weil für ETS und so weiter müsste er ja sein ETS mit rüberbringen. Also sein PC. Ja. Biege nach rechts ab. Hast du das Spiel eigentlich ESO auch online? ESO online habe ich für die PS4 mal gehabt. Ich hab's jetzt für den PC und für die habe ich mir heute bei Kaufland geholt. Ja, das Dumme ist, dass das ab einem gewissen Zeitpunkt Geld kostet, immer weißt geradeaus. Du? Also noch zusätzlich, das Spiel hat Stefan nur kurz gespielt. Weißt du, da bezahlt man für ein Spiel, damals hat es noch 60 Euro oder so gekostet, ne? Da bezahlt man schon fürs Spiel, weiß ich wie viel Kohle. Ja, und dann brauchst du trotzdem noch, wie bei WoW, weißt du, brauchst du einen Account, dass du weiterspielen kannst. Ja. Ja, das sind ja nicht viele, aber 12 oder 13 Euro. Ich weiß es gar nicht. Ja. Ich hab's mir mal einen Monat gegönnt. Ja, warum nicht? Ist aber ein bisschen anders als wie diese anderen Spieler hier. Also was ganz anderes. Ändert durch die Grafik her und. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber ja. Marlene schreibt: Und was esst ihr heute Abend? Steffen bringt Zutaten für Burger mit und wir machen uns selbst Burger. Wir haben insgesamt dann 8 Burger und 4 pro Person sollten ausreichen. Dann haben wir noch ein bisschen Chips und so, was man halt so braucht, ne, oben. Bisschen Alkohol haben wir auch noch. ESO Plus und alle DLCs. Ja, schön, Daylight Girl, dass du ESO Plus und alle DLCs hast. Ja, alle DLCs hab ich auch, aber... Ich hab das Spiel nicht mehr. Aber für die PlayStation habe ich mir heute geholt. Ja, bei uns gibt's heute schön Wiener Schnitzel mit Spiegelei. Ja, auch nicht schlecht. Ja. Total die untypischen Essenssachen, ne, die man so Silvester isst.
Normalerweise kommen ja immer alle an mit Raclette. Ich habe auch schon gelesen von Kater, dass es bei ihr, glaube ich, Raclette gibt. War es bei Kater? Was, jedes Jahr immer dasselbe, weißt du? Nee, bei Kater war es nicht. Wer hat gesagt, dass heute Abend Raclette ist? Ah, nee, ich bin komplett falsch. Das war niemand hier aus dem Chat, das war Nachti. Okay. Der hat's gesagt. Bei uns gibt's Raclette. Sag ich doch, Marlene. Was für ein Zufall. Natalia, hi. Was gibt's bei euch heute Abend zu essen, wenn wir schon dabei sind? Und guten Rutsch dir schon mal, falls du nachher wieder verschwinden solltest. Da habe ich zumindest schon mal gesagt. Bitte rechts halten. Ich halte mich rechts. Ah, das wurde aus den Hitlerzeiten noch mitgenommen, ne? Das Rechtsfahrgebot und so. Oh, ich war fast umgekippt, dann wäre die Fracht im Eimer gewesen. Dritte Ausfahrt nehmen. Oh, war das gerade Glück. Nimm diese Ausfahrt. Mann, oh Mann, oh Mann. Mein Herz. Ich habe mir aus Versehen, wollte das ein Monatsabo eigentlich haben und dann habe ich 12 Monate gekauft. Ja gut. Ein Monat wäre auch sinnvoller gewesen, ne? Weil man weiß ja nie, wie lange man ein Spiel spielt. Und nachher hast du nach 2-3 Monaten keinen Bock mehr drauf. Richtig, richtig. Und hast ein ganzes Jahr. Aber spart auch auf Kohle, wenn du 3 Monate nimmst oder 6 Monate, dann wird es nochmal ein bisschen günstiger. Bei euch gibt's, glaube ich, Pizza, okay. Also glaubst du? Ja, ich Pizza ist auch was Feines. Ich nehme auch dieses Raclette oder Fondue, immer dasselbe. Ja, macht auch keinen Spaß mehr. Also, wenn ich ehrlich bin, ich habe ja zu Steffen gesagt, lass uns doch was bestellen, ist ja vollkommen ausreichend. Und er meinte dann, oh, ich habe total Bock, hier Burger selbst zu machen und so. Ich so, okay. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. So, das ist die erste, dann ist das hier die zweite. Nimm diese Ausfahrt. Machen wir. Wir machen von... Ja, genau das ist es. Genau das hast du schon erraten. Dennis. Ja, Fondue. Fondue gibt's bei Natalia. Das hatten wir auch schon so oft gehabt und. Bei uns gab's früher, ne? Wo wir noch auf dem Dorf gelebt haben. Mein Onkel war immer recht viel angeln. Da gab's dann immer zu Silvester Aal und so weiter und Karpfen. Ja, was Feines. Da hatten wir sowas ähnliches wie einen Smoker draußen. Hat man sich noch draußen, im teilweise war ja sogar Schnee, ne? Einfach mal hingestellt draußen und hat da gegrillt, ne? Das kann man ja bei jedem Wetter machen. Bei Sturm gerade nicht so, aber bei Regen, nee. Weißt du, sowas ist auch total entspannt gewesen, weißt du? Man zockt in Ruhe, weißt du, und streamt. Irgendwann kommt das Essen an. Ja, wenn er kochen will, warum nicht? Na, guck mal, ist das schnell erledigt, ne? Die komischen Fleischteile packst du in eine heiße Fritteuse. Für 10 bis 13 Minuten sind sie alle fertig, weißt du? Ja. Theoretisch könntest du gleich die Brötchen mit reinpacken. Die Hamburgerbrötchen. Biege nach links ab. Demnächst links abbiegen. Ja, und es ist ein bisschen Gurke, Tomate schneiden. Biege nach links ab. Käsescheibe drauf und fertig. Macht er die Buletten eigentlich selber, oder? Nee, das sind solche Fertig-Pets-Dinger schon, die du direkt reinschmeißen kannst. Naja, hab dann 120 Euro gezahlt, wo ich mich gewundert habe, warum ich so viel gezahlt habe, weil ich gedacht habe, ich habe das Ein-Monat-Abo. Ja, ein Monat kostet 120 Euro bei ESO. Das glaube ich ein Jahr hat er dann genommen, glaube ich. Ja, Kat hat ein Jahr genommen, ja. Ja. Ich war gestern auf der Abschiedsparty von einem Kumpel, da gab es auch von du, war so lecker. Oh, hab ich schon lange nicht mehr zu mir genommen. Eingeatmet. Ja, wenn du mal wieder vorbeikommst, Olli, dann machen wir auf jeden Fall einen Smoker-Abend, dann boked. Genau, und mittags gibt's Spaghetti Bolognese. Genau. Passt. Selbstgemachte Pizza machen wir aber, wenn...
Ja, selbst im Backofen gemacht, ne? Also selbst aus der Verpackung genommen und in den Backofen getan. Ist auch selbst gemacht. Ja. Oh, da kommt ein LKW von vorne. Ach nee, das ist ein Auto mit einem Wohnwagen. Kann er mal bitte aus dem Weg? Du hast doch bis März ESO Plus, den kannst du ja mit Dennis zusammenspielen. Oh, Monte ist vor mir. Ach nee. Spiele auch seit kurzem erst. Ich brauche einen kleinsten Level, Level 10 und. Von dem Namen her und die 88 ist wahrscheinlich das Geburtsjahr, ist es eindeutig. Ich überhole nicht in der Kurve. Kannst du vergessen. Wenn da was von vorne kommt, bin ich der Angearschte. Jetzt kann ich überholen. So. Er hat Teich gekauft. Ja, okay, dann bist du ja leider gesprungen, wa? Nimm diese Ausfahrt. Dann bist du ja leider gezwungen, tatsächlich das machen. Stormfire, hi! Böllert ihr eigentlich rum heute Nacht? Nee. Knallzeug wird nicht gekauft. Wir auch nicht, weil wir Hunde haben und Hunden wollen wir nichts Böses. Nee, auch nicht nur deswegen. Ich finde das generell rausgeschmissenes Geld. Ja. Oh, erstmal das und zweitens auch. In der ersten Stelle sind es die Tiere halt, ja. Wenn ich sowas sehen will, dann gucke ich mir das im Fernsehen an oder so. Reicht vollkommen aus. Aber was ich gestaunt habe, gestern nicht ein Bella losgegangen bei uns. Letztes Jahr war es heftiger. War ein bisschen vollen Tag angefangen zu bellern. Ach, du bist Level 30? Ich weiß gar nicht, welches Level ich damals war bei dem Spiel. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ach, Stormfire, ich böller rum, aha. Genau, ihr habt ja auch für 2000 Euro Böller gekauft. Angeblich. Ne? Ich hab nichts zum Ballern. Ich hab. Doch, du hast einen Freund zum Ballern. Scherz. Demnächst links abbiegen. Ja, dann halt für deine ganze Familie, Stormfire. Wie alt bist du überhaupt? Darfst du eigentlich schon böllern? Ich vermute mal, das darfst du noch gar nicht, noch nicht mal annähernd. Demnächst links abbiegen. Da hinten muss ich rein. Biege nach links ab. Schlimmsten sind ja diese Polenböller. Wo dir dann die Hand abgerissen wird, weißt du? Hm. Ja, die hat man ja schon vor 2 Wochen hier gehört. Weil das ist ja wie Sprengstoff. Demnächst links ja, abbiegen. Nee. Marlene, du schreibst Olli? Warum schreibst du Olli? Habe ich irgendeine Nachricht überlesen oder so? Oder ging es um einen Kommentar eben gerade zum Thema Kater? Wir sind fertig. So. So, wo musste denn meine Fracht hin? Was? Vor meiner Tür wird geballert? Ist das nicht ein bisschen zu öffentlich? Nein. Aber ich find's gut, die wollen es bald verbieten, ne? Komplett. Ja. Derzeit ist es ja schon in einige Innenstädte und bald soll es komplett verboten werden. Ja. Freut mich schon drauf. Das ist wirklich dann wirklich, sag ich mal, gesondert. Sag ich mal. Und die Greta freut sich sicherlich auch drüber. Ah, bitte nicht. Wenn das dann kontrolliert gemacht gehört, weißt du? Ja. Weniger Unfälle, die Einsatzkräfte werden entlastet. Ja. Und können auch mal ein bisschen feiern. Dann gibt es im Nachhinein bloß noch die Leute, die sich das Zeug aus Polen holen.
Und ja, die kann die Polizei dann einsacken. Solche Kleinigkeiten, ne, wie, ich finde, es darf Knallzeug geben, alles das, was ohne Feuerzeug funktioniert. Die typischen Tischknaller und so weiter, weißt du? Ja. Oder hier, oder Knallerbsen. Knallerbsen sind auch noch okay. Für den Stormfire, ne? Zu deinem Freund Böller-Kommentar. Ja, sorry. Was? Natalia muss frühstücken, bis später, bis später. Ja. Ich habe eine E-Mail bekommen. Neue Spezialtransporte. Hallo Chef, weitere Unternehmen in Europa würden gerne ihre professionellen Fertigkeiten für einige spezielle Lieferungen in Anspruch nehmen. Ach so, es gibt es mehrere Orte, wo man Spezialtransporte annehmen kann. Gut zu wissen. Wie viel... Ich hab's fertig. Aktion erfolgreich beendet. Glückwunsch. Ich habe alle 12 Weihnachtsdinger fertig. Ich wusste gar nicht, dass ich schon so viel fertig habe. Ich baller ihn doch nicht weg. Warum das nicht? Liam, offiziell, hi. How are you? Oder wie geht's? Das, was du lieber liest. Ich kann auch sehr gut langsam Deutsch sprechen. Dass du alles verstehst, was ich sage. Why my English is not so good. And so. But the, Dennis, sein Englisch, English is very good, oder? Nö, 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 nö. Ach so. Genauso. Wie du. Was haben wir denn jetzt noch Schönes für Fahrten? Habe ich jetzt eigentlich was dafür bekommen, dass ich die Aktion beendet habe? Bekomme ich dafür irgendwas geschenkt? Weihnachtssocken, die ihr ernst? Die Metallic Paint Shop, okay. Und ein Achievement habe ich bekommen. Ja gut, meine Katze ist zum Glück taub, das ist kein Drama, aber ich kenne Freunde, wo die Tiere echt Todesangst haben. Genauso sieht's aus. Deswegen habe ich nichts dagegen. So müssen die Tiere nur um 0 Uhr mal kurz durch, wenn es mal kurz ein bisschen knallt draußen und nicht über mehrere Stunden. Ja, gerade Hunde, die und das Zehnfache. Ja. Ja. Meine Katze verkriecht sich und kommt nicht raus, schreibt Kater. Ja, verständlich. Egal, mein Deutsch ist schlecht. Übersetzer hilft. Ah, okay. So. Wo fahren wir denn jetzt hin? Und wie lange braucht der Steffen zum Aufstehen? Kaffee noch. Ich schreibe mal, komm ins TS. So. Ah, oh, die armen Kollegen, also Guido schreibt hier gerade, Josi ist auch auf Arbeit. Ah, die armen Kollegen alle, die gerade auf Arbeit sind. Oh, ich wurde in einem Beitrag markiert. So, wo fahren wir denn jetzt hin? Ich würde ja gerne mal Richtung Türkei oder so. Wie viele Karten gibt es jetzt eigentlich bei... Weil du meinst jetzt hier die DLCs hier bei ETS oder was? ETS, genau. Ah, ich weiß ja nicht, was du kannst. Going East hast du ja auch. Skandinavien hast du ja auch, ne? Ich weiß nicht, ob du Frankreich hast.
Frankreich habe ich auch, Italien habe ich. Italien, dann gibt es Rumänien, Bulgarien, Türkei kam es dazu. Dann gibt es Russland, Litauen und so weiter. Also es gibt jetzt schon einiges, ne? Ja, fahren wir mal die kleine Strecke hier. Noch ein bisschen Geschenke fahren. Mein rechter. Was? Lass uns loslegen. Bis wann streamst du denn heute noch? Ich streame bis morgen früh irgendwann. Allerdings jetzt ETS. Nachher muss ich noch ein bisschen was in der Wohnung tun und so weiter und noch ein bisschen was umstellen, weil Steffen noch rüberkommt. Und heute Abend kommt dann der nächste Stream, der geht dann bis Neujahr rein. So, von wem ein Beitrag? Was für Beitrag? Kater, der Nachbarhof bei uns hat mal eine Zeit lang Zettel verteilt, dass man bitte nicht so nah bei ihr böllern soll, wegen den Fähren. Verständlich. Netti schreibt, mein rechter Platz ist leer, ich wünsche mir mein Hasenheer. Dennis? Ja, ich gehe kurz in Deckung. Verreck ich. Was, du gehst in Deckung vor Netti, weil du sonst verreckst? Nein, 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 weil ich doch hier im Spiel Ach sitze. so. So, kurz Aufgabe, bitte, bitte. Okay, bis gleich. Biege nach rechts ab. Ja, eigentlich wollte ich gestern Abend schon ETS Du machen, musst weil ich hatte rechts solche abbiegen. Kopfschmerzen, da habe ich mich irgendwann zurückgezogen. Biege Und nach irgendwann bin ich rechts dann ab. eingepennt. Oh, das war ein recht zu früh, wa? Demnächst links abbiegen. Aber ist ja kein Problem, da vorne kommen wir auch raus. Biege nach links ab. Okay, dann sehen wir uns bestimmt heute Abend nochmal. Werde jetzt erstmal zum Stall gehen. Viel Spaß dort. Wurde auf YouTube vom Bot für 300 Sekunden gebannt. Das ist dein. Also in deinem Chat. Ja, das passiert, wenn man spammt, ne? Oder wenn man. Ich weiß ja gar nicht, was du gemacht hast. Du wurdest sogar für 600 Sekunden blockiert. Und ja, bitte, bitte, Nettie. Ich habe toll, toll, toll geschrieben. Ja. Großbuchstaben, ne? Großbuchstaben heißt für den Bot, man schreit. Und wenn man schreit, wird's rausgekickt. Aber der Nightbot ist nicht bei Twitch aktiv. Aktuell. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum er nicht aktiv ist in Twitch. Eigentlich sollte er in Twitch auch sein. Wir können ja gleich mal versuchen, den Nightbot in Twitch zu aktivieren. So, da vorne ist meine Fracht. Das Bett von meinem Freund ist so bequem. Ja, du liegst einfach nur faul da rum, wa? Kater, bist du jetzt eigentlich nächstes Jahr bei der Gamescom? Oder bist du dieses Jahr, nächstes Jahr mal nicht da? Rechts halten und dann rechts abbiegen. Ach, da vorne muss ich rein. Biege nach rechts ab. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen.
Also ich bin dieses nächstes Jahr auf jeden Fall auf einem Samstag mal da. Weil Fabi auch da ist am Samstag. Auf geht's. Oh, das wird dann erstmal das letzte Mal Gamescom sein. Also nächstes Jahr bin ich da wegen der PS5 alleine, ne? Da lohnt sich das noch ein bisschen, aber dann werde ich danach wahrscheinlich erstmal nicht mehr hindüsen. Mein Urlaub ist auf jeden Fall dafür schon durch. Biege nach rechts ab. Was ich noch am Überlegen bin, ist, ob ich mir noch den Presseausweis hole und dass ich dann wirklich mal in den anderen Bereich dort reingehe. Aber nur wegen der Gamescom einen Presseausweis holen, ist auch wieder ein bisschen übertrieben. Biege nach rechts ab. Aber mein alter Ausweis läuft genau heute aus. Das heißt, ab morgen ist er ungültig. Und ich habe den diesmal nicht verlängert. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Ach so, hier, das nennen die links abbiegen. Aha. Mann, fährt man hier langsam. Eigentlich ist hier 90, ne? Ach, jetzt geht's auch schneller. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Mann, Mann, Mann. Wenn man ein bisschen zu schnell unterwegs ist. Ah, da vorne kommt eine Fähre. Was ist denn demnächst? Hier noch nicht. Biege nach rechts ab. Hier, okay. Mann, Mann, Mann. Ab ins Wasser!
Aber da wir jetzt diese Frachten hier fertig haben, könnte ich nach dieser Tour auf den ProMod-Server wechseln. Dass wir noch ein bisschen ProMod fahren. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Hundertsiebenundzwanzig Kilometer. Kater, bist du eingepennt? Ja, moin. Guten Morgen. Na, alles gut bei dir? Natürlich. Sehr schön. Also heute ja, gestern nicht. Warum? Oh, gestern ist mein Kopf fast geplatzt. Das sind Weichungen von weg. Demnächst rechts abbiegen. Ja. Ja, du hast ja gesagt, du bist mal AFK und musst nicht mehr wiedergehen. Ja, ich habe gesagt, ja, ich wollte mich ein bisschen hinlegen, dass die Kopfschmerzen, weißt du, bis die Kopfschmerztabletten wirken. Ja. Und auf einmal war es dann nachts um zwei, wo ich wach geworden bin. Oh. Okay, und seitdem bist du wach. Nee. Okay. Olli, kann ich dir ein heißes Getränk anbieten? Du kannst mir eine. Nee, das klingt jetzt doof, das muss ich jetzt anders umformulieren. Ich wollte jetzt gerade sagen, du kannst mir eine heiße Massage anbieten, aber ich meinte. Ne, Dennis hat gerade nicht gehört, es ist nur. Achso, okay, gut. Also nur, ich weiß, dass es vom Nacken kommt bei mir, weißt du? Mhm. Und weißt du, was mir aufgefallen ist? Mhm. Immer wenn die Nackenschmerzen da sind und ich versuche mich selbst zu massieren, ich glaube dadurch bekomme ich die Kopfschmerzen. Naja, weil ich das falsch mache. Beziehungsweise man soll es generell nicht so machen. Olli, muss nicht sein. Manchmal ist es tatsächlich so, dass du erst recht Kopfschmerzen kriegst, weil du die Durchblutung anregst. Okay. Und wenn die Durchblutung durch die Lockerung wieder angeregt ist, dann gibt's Kopfweh, ne? So. Aber man sagt ja, Espresso soll auch helfen. Zum Wachwerden. Nein, bei Kopfweh. Mhm. Mhm. Wirklich jetzt? Habe ich gelesen. Und ja, ich kann lesen. Ja, solange du nicht wie Dennis irgendeine Studie gelesen hast. Dennis mit seinen Studien. Ich mach mal eben mein Mikrofon aus, weil Kaffeemaschine ist laut. Okay. Ach du Scheiße, ich hab schon wieder vergessen, wie viel. Warte mal. Ich hab ihn hier. Hallo. Oh Scheiße, er hat's gehört. So. So, der zweite Cappuccino für heute. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Jetzt muss ich einmal im Kreis fahren. Das habe ich jetzt verkackt. So, jetzt.
Mein Hund redet die ganze Zeit mit mir. Aha. Was möchtest du denn? Gina, du hast heute schon Leberwurst gekriegt für Hunde. Du hast... Ja, du hast schon Leckerchen gekriegt und du hast jetzt kacken gewesen und du hast sogar schon gefressen. Was möchtest du? Bitte links halten. Kann mal jemand übersetzen? Sie will ein Leckerli haben. So Leckerchen? Ja? Möchtest du Leckerchen? Ja? Geh mal bei Papa. Papa hat Leckerchen. Ja, wirklich jetzt. Geh mal bei Papa. Sie kommt zu dir. Ich will Leckerli haben. Ja? Ja? Komm her, Gina. Ich liebe dieses Mädel. Bitte links halten. Was? Ich soll mich links halten? Ach so, ich soll einfach nur hier auf hier bleiben, wo ich jetzt bin. So. So, jetzt hat sie Fischi. Super. Dominik, hi, wie geht's dir? Am Kreisverkehr am frühen Morgen. Nehmen. Bitte rechts halten. Das geilste Wetter heute. Nimm diese aus. Sieht draußen aus wie 30 Grad. Minimum. Meinst du? Ja, ich find's lustig, dass schon wieder die ersten Blumen blühen. Schatzi, es hat sich im Übrigen bestätigt, dass wenn es bei uns warm ist, dass es dann ein paar Tage dauert, bis zu einer Woche, bis die Wärme dann in Norddeutschland ist. Ja. Olli, du kriegst definitiv in der nächsten Zeit Frost und das ist nicht zu knapp. Ach, glaube ich nicht. Es ist nämlich schweinekalt heute. Nimm diese Ausfahrt. Ne, Schatz? Laut den komischen Prognosen vom Wetter.com, ja, können wir schon Ende Januar mit Frühling rechnen. Bin ich dafür. Ich auch. Biege nach rechts. Wird zwar wieder den Haushalt von meinen Viechern durcheinander bringen, aber bin ich dafür. Also mein Haushalt ist immer noch so wie vorher, also unaufgeräumt. Ja, meiner auch, aber ich meine ja auch den von den Tieren. Zum Beispiel das, was du immer im Hintergrund hörst. Schatz, du hast die Tür nicht zugemacht. Biege nach links. Boah, jetzt stinkt's nach Fisch und der Hund grinst mich nur an. Toll. Wir sind heile angekommen. Die echte Nora, hi, wie geht's dir? Die echte Nora? Hast du schon Silvester gefeiert? Frohes Neues und so und... Hä? Ja, ich bin in einer anderen Zeitzone. Bei mir ist heute schon der 1.1. Ich denke, du bist nicht nur Australien. Hä? Kaputt. Nö, bin ich auch nicht. Aber selbst bei Daisy ist ja noch heute. Heute? Okay. Ja, so in 2-3 Stunden haben die es, glaube ich, 0 Uhr. Also sind die jetzt gerade voll am Feiern und alle besoffen. Ach, Daisy trinkt doch nichts. Also so also gut wie nichts, weil sie verträgt ja auch nichts. Naja, wenn sie nichts trinkt, ist klar. Ja, guten Rutsch auf jeden Fall auch dir, Dominik. Ne, erst heute Abend, ja, okay. Und Natalia, willkommen zurück. Olli, kannst du Snapchat einbinden? Nee. Ich habe vorhin schon was zu Dennis gesagt. Hm? Man müsste theoretisch heute Abend skypen. Heute Nacht. Rein theoretisch ja schon alleine wegen Perle. Na, wir sind ja live, weißt du? Ja. Und dann dachte ich mir so, hier tatsächlich Skype zu nutzen. Ja, weil Skype kann man perfekt über den PC in den Stream einbinden. Ja. Dann sieht man euch auch mal. Oh, ob wir das wollen, ist die andere Frage. Die andere Frage ist aber die, Lara hat ja Geburtstag, ne? Stimmt. Die wird ja dann schon so alt, wie ich bin. Die ist älter als du, Dennis. Mhm. Ne? Nein, Olli ist älter. Ich bin ganze 8 Monate älter. Wow! Das sind nicht lumpen lassen, was? Nee, obwohl, das sind mehr. Nee, 8 Monate. Weil ich werde im April schon 32 und Lara wird jetzt erst 31.
Oh, will ich auch nochmal werden. Nur zu heulen. Wo wir schon dabei sind, Olli, weißt du, wie alt der Dennis dieses Jahr wird? Nächstes Jahr? Also morgen das Jahr quasi? 52. Mm-mm. Sieht aber so aus. Hallo? Also jetzt untertreibt man nicht, Olli, ja? Ja, sorry, stimmt. Nein, ich will das nicht annehmen. Ah gut, ich hab nur auf Aktualisieren gedrückt, ich wollte schon sagen. Irgendwas Ende 30 oder so. Nee, der rundet. Der rundet? Du rundest? Ja, ja. Mein Beileid. Ja. Andi danke, rundet danke. Ja auch. Also bist du der seit 3? Auch. Bist du der seit 93, ja? Ja. Eigentlich wollte ich zur Türkei, aber ich bekomme immer nur. Ach, hier. Ich wollte was ganz anderes machen. Wir wechseln jetzt das Spiel. Also nicht das Spiel, den Server wechseln wir. Ich denke, du wolltest auf Steffen warten. Wollte der nicht mit? Nein, der Steffen kommt doch nicht, der meldet sich auch nicht mal auf meine Nachrichten und weiß ich was alles. Und ich habe den ja schon um 10.30 Uhr angeschrieben. Der hat sich bei mir heute auch noch nicht gemeldet. Ja, geschrieben hat er schon. Vor 20 Minuten. Ja, stehst gerade auf. Liegt doch im Bett. Dann dauert noch. Ja. Du weißt ja, die 3 Ks am Morgen. Kippe, Kaffee, Klo. Richtig. Wir gehen jetzt auf ProMods 1. Weil dann können wir auch in Orten fahren, die es eigentlich gar nicht gibt. Oha. Genau, also es gibt dann sogar Oranienburg. Wir können auch gleich durch Oranienburg fahren. Oranienburg ist was ziemlich klein gehalten. So. Ich hoffe, die Viecher in meinem Hintergrund irritieren. Das hört man. Das passt aber ganz gut, dass das dann einfach so hier. Weißt du, wenn die schon im Spiel nicht schaffen, ein bisschen Geräusche aus dem Wald mit einzubauen, ja, dann machst du das halt. Lol. Okay. Okay. Und passt ja, gut, ja. Weil ja nicht Wald, sondern Feld. Wenn ich verfütter ich den schnell den Krachmacher und dann ist Ruhe im Karton. Der Arme. Na, ich hab ihn ja jetzt Heinz Günther getauft und ab und zu, wenn ich genervt bin, schreie ich nur Heinz Günther, halt die Fresse. Hört er? Ab und an. Wir erziehen uns noch gegenseitig. Nein, ich erziehe ihn noch. Günther, Klappe. Heinz Günther? Schnauze? Mal gucken, ob Anja das macht, was sie gesagt hat. Wer, Anja? Von der Arbeit. Ach so. Hab ja erzählt, ja, wenn ihr Langeweile habt, dann könnt ihr ja hier im Stream reinschauen und so weiter, ne? Wir sind live. Mhm. Und, ja, das machen wir dann auf Arbeit auf den Monitoren. Also auf den großen Monitoren, weißt du, die an jedem Platz, also in der Nähe von jedem Platz sind, weißt du, wo eigentlich steht, was los ist derzeit. Cool. Naja, wenn sie es machen, also wenn ihr zuschaut, dann haut doch mal bei oder für Olli in Snapchat rein oder postet das auf Instagram und Hashtag Klarsichtfolie oder sowas. Oh, ich habe eine Nachricht bekommen. Oh, kleine Korrektur. Aha. Ah, es gibt neue Gutscheine. Okay. Oh, wieso sterben jetzt alle? Harry Kupfer ist gerade eben gestorben. Gestern ist auch irgendein Schauspieler gestorben. Davor den Tag ist auch jemand gestorben. Haben die alle keinen Bock auf 2020 oder was? Ne? Wie heißt der? Jan Federer oder wie der heißt? Gestern ja, gestorben. Ja, und heute Harry Kupfer. Opernregisseur. Olli, sag mal, Chewabsisi. Nein. So, ich muss jetzt weiterfahren. Oh, das braucht total lange hier mit den ProMods. ProMods brauchen immer Ewigkeiten zum Starten. Aber ist auch klar, ne, weil die Map vergrößert sich gerade um das Tausendfache gefühlt. Da warten wir gerne mal ein bisschen länger. Ich könnte in der Zeit, wo er hier lädt, könnte ich mir was... Ne, ich hab ja was zum Essen. So. Eine schöne belgische Waffel am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen.
Ja, genau. Ja, ja, du hast die ja noch gekauft. Wir machen die heute noch selber, gell? Jo. Mhm. Das Baby von YouTuberin hörte einfach auf zu atmen. Ihr Kind starb an Weihnachten. Oh. Von wem denn? Von Melina? Nee. Ich glaube, Melina ist auch derzeit halt schwanger. Melina Sophie. Nee, die ist nicht schwanger. Nee, wir waren schwanger. Hm. Irgendeine Brittany. Brittany Barn. Ah, 29. Kann ich nicht. Heftig. Kind 3 Monate alt. Einfach aufgehört zu atmen. Ja, das ist schon heftig. Mein Beileid. Habt ihr mitgekriegt, dass das, dass die ganzen Kanäle von Apo gelöscht oder gecancelt wurden? Die haben aufgehört. Die haben sich getrennt. Nein, ApoRed wurde gelöscht alles. Ach so, ApoRed. Ich hab, ich dachte immer, es ist ApeCrime. Ja, Apo ist ja schon vor ein paar Wochen. Okay. Kommst du jetzt eigentlich mittlerweile dazu, LeFloid, also gut, den Rundumschlag zu hören? Mhm. Hashtag Fremdwerbung, wenn jemand Bock hat und länger in der Bahn sitzt, Rundumschlag von, auf Instagram, LeFloid und der Olli. Genau, und ich. Also der andere Olli. Nein, ich. Hallo? Nein. Aber weißt du, das müsste man mit dir auch mal machen, so ein Podcast oder sowas. Das wäre ganz lustig, glaube ich. Aber im Prinzip ist ja das, was wir machen, schon fast ein Podcast. Nur, dass man dir dabei beim Spielen zugucken kann. Mit Sprechstunde und so, ne? Genau. Worüber wollen wir sprechen, Schatz? Du fängst an. Was, Sprechstunde? Mhm. Mit Dr. Olli D. Ah. Was ist jetzt? Was für eine Brille. Ja. Wow, du bist ja unterhaltsam. Cool, wa? Mhm. Ach, das ist ja 3860. Olli, was hast du für 2020 vorgenommen? Nichts. Finde ich gut. Schatzi, was hast du für 2020 vorgenommen? Nichts. Das finde ich noch besser. Das lasse ich auch gleich hier liegen. An die Zuschauer, was habt ihr euch für 2020 vorgenommen? Nichts. Oh, ich nehme jetzt einfach mal diese Tour. So, ich habe jetzt noch Bock auf die nächste belgische Waffel. Müsstenfresse. Ich habe doch kein Frühstück aber oder ähnliches gegessen, ja. Ja gut, dafür können wir ja nichts. Aber Frühstücken wäre auch nicht mal schlecht, was? Du hast doch schon gegessen. Ja, in Hörnchen. Ein Schokoladencroissant. Musst du heute noch einkaufen, Olli? Nee. Wir warten. Ja, Dominik schreibt, mehr mit der Familie machen. Das ist gut. Wie wär's denn mal mit dir, Olli, dass du mehr vor die Tür gehst, statt zu streamen? Ich bin jeden Tag vor der Tür. Und so wenig, wie ich gestreamt habe dieses Jahr, ja, das ist total wenig gewesen. Wenn man sich überlegt, ja, okay, zwischendurch nur einmal im Monat oder so, oder zweimal im Monat. Das stimmt auch wieder, ja. Jetzt Richtung Winter ist es wieder ein bisschen mehr. Hm,
Ich musste letztens über Ollis, also von LeFloid Olli seinen Spruch nachdenken. Der hat gesagt, das wäre doch toll, wenn man jetzt was Negatives liest, zum Beispiel bei Twitter oder bei Facebook, dazu was recherchiert, dass man dann darunter was Positives postet. Dass die Leute auch drüber nachdenken können, was ich eigentlich diese Tour. Ich fahre los. Ja, schon weiter. Ja. Wie zum Beispiel die Tatsache, wenn einer sagt, Flüchtlinge sind scheiße, dann postest du einfach drunter, ein Flüchtling hat aber schon Menschen gerettet oder Tiere gerettet oder arbeitet ehrenamtlich oder gibt sich Mühe. Zum Beispiel sowas. Biege nach links ab. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Das ist jetzt ein Bruder von Olli. Links halten und dann links abbiegen. Mehr Positivität reinbringen. Aber das war sogar noch eins, wo ich das gehört habe von den beiden. Ja, ich fand die Idee gar nicht mal so schlecht. Das war Ollis Idee, ne? Ich glaube, der hat's gesagt, ja. Ja. Ich find's gut. So, das wird die letzte Tour heute. Ey, ich hab gerade was von Positivität gesagt, ne? Und jetzt fängst du an mit negativen Sachen. Was denn? Das ist nicht negativ, das ist positiv, dass ich aufhöre. Weil dann werde ich noch ein bisschen was zu Hause tun. Nein. Das war dann pünktlich. Doch. So. So, Kaffee ist runter. Und es war ja nur Schluss für heute mit ETS. Heute Abend kommt ja auch noch ein bisschen was. Wir werden heute Abend auch ein bisschen scheiße bauen, glaube ich. Ja, wir haben auch diverse Filme besorgt. Wir werden heute einen möglichen Filmabend machen. Die jetzige Tour dauert aber noch ein bisschen, weil das sind 3273 Kilometer. Dann werde ich frische Waffeln backen, Olli. Schatz, rein theoretisch könnte ich ja sogar herzhafte machen mit Ei und Schinken. Ab. Ja, nicht unbedingt. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Nicht unbedingt. Biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Hi. Biege nach links ab. Hello. Hi. Geht doch. Die warte, Anna. Warte. Oh. Come on, das muss einmal sein, oder Anna? Mm. Na, alles gut. Jo. Wann geht's heute los? Was denn das? Oder hat er keine Lust mehr von den Sprüchen her, die du vorgestern ihm gesagt hast? Na? Ich hatte eigentlich keinen Bock auf den Bahnhof, aber ich muss. Du musst? Demnächst rechts Warum? Weil er extra geschaut hat, dass der Schlafwagen leer ist. Biege nach rechts ab. Weil ich keine Lust habe, dass ich bei den anderen schlafe, die was auch nur schnarchen. Okay. Ja. Und ich hoffe, sie hörst da. Dazu kann ich dir mal ein Foto schicken, wie es mir geht. Und keine Angst, nichts Spinniges. Kommt der Hund? Nein. Ich muss dich eben suchen, glaubst du? Krass. Ja, weil wir so lange nicht mehr geschrieben haben. Rechts halten und dann Ali. Rechts ab. Ja. Wann spielen wir? Willst du heute noch, oder was? Rechts ab. Ich weiß nicht. Was spielt ihr vor links? Was, ihr 44 Stunden ETS? Chris? Als ob. What the fuck? Wie jetzt? Was hast du? Hast du was dagegen? Was, warum geht's grad? Hab dich. Oh.
Weil du was von 44 Stunden gesagt hast, deswegen. Na, 44 Stunden habe ich ETS gespielt. Du? Nein, ja. Was? Rechts halten. Insgesamt, ja. Ach so. Ist ja gar nichts. Ja. Hey, was soll denn das? Ich hab das nämlich auf dem Computer oben. Ich muss aufpassen, ich kann es um einige schneller fahren als vorher. Was kommt der Bauer zur Polizei? Oh, das muss ich gleich auf gerader Strecke lesen. So, jetzt geht's, glaube ich. Kommt der Bauer zur Polizei? Mein Bulle ist gestorben, sagt der Polizist. Und was geht uns das an, sagt der Bauer. Ja, die engsten Verwandten muss man schon Bescheid sagen. Oh, das ist... Ja, ich genauso. Das Beste an Silvester ist eigentlich nur, dass man Marzipan kriegt. Was? Wieso? Das ist nett, das Marzipan-Schwein. Nee. Achso, ja. Das ist... Marzipan kann man das ganze Jahr über essen, weißt du, was ich meine? Ja, aber das tue ich halt nicht. Also... Aber wirklich so, ne? 0.59 Uhr. Yay. Nee, 23.59 Uhr. Aha. 0 Uhr. Yay. 0 Uhr 1. Aha. Voll. Ja, na, ich glaube aber heute wird's ein bisschen kritisch. Das müssen wir uns die nächsten Tage vornehmen. Ich habe die ganze nächste Woche noch frei, außer Samstag. Also die ganze diese Woche, meinte ich. Also, hast du, warte mal, Montag ist auch Feiertag? Ja. Speicher? Nee, bei uns nicht. Echt jetzt? Was ist Montag für Feiertag bei uns? Der typische, der überall frei ist, außer wieder in unserem Raum. Ich glaube, selbst in Bayern ist frei. Der sechste, gell? Ja. Nee, der sechste ist tatsächlich ein... Kein Plan. Montag. Ja, ich weiß, dass es der Montag ist. Das Heilige Drei Könige. Echt? Ich hab grad, ja, Heilige Drei Könige. Oh. Ich musste aber auch nachgucken. Und ja, hier haben wir auch Feiertag. Haha, Olli, haha. Olli? Ja und? Stört mich nicht. Olli. Haha. Dafür, weißt du, dafür darf ja Olli in Berlin-Brandenburg den Frauentag feiern. Brandenburg nicht, nur Berlin. Ist nur ein Feiertag in Berlin, nicht in Brandenburg. Trotzdem. Warum darfst du an Frauentag? Hä? Nee, da ist Feiertag bei uns, ein offizieller. Ja, wirklich nur, ne? Ganz Deutschland arbeitet, außer Berlin. Berlin bildet sich drauf ein, alles... Weißt du, normalerweise müsste man jetzt hingehen und sagen, hey, das ist ein Frauentag, jetzt kriegen nur die Frauen frei an dem Tag. Dann wär's beim Herrentag genauso, dass nur die... Ne? Ja. Dann dürftet ihr da auch nicht mehr frei haben. Es gibt am Christi Himmelfahrt. Ja, natürlich. Aber ich bin dafür, dass der Happy Monday eingeführt wird. Das würde ich auch gut finden. Ja, was? Happy Monday, das ist eine Art und Weise aus Japan. Das ist teilweise so, wenn ein Feiertag auf einen Sonntag fällt, ne? Ach dann, so, dass sie dann den ja. Montag darauf freikriegen, weil es war ja schließlich ein Feiertag. Warum? Ich war gerade voll dafür, wir müssen ja einmal im Jahr an einem Samstag in Schulgeving Tag da auf der Tür. Ich war voll dafür, dass wir dafür immer am Montag mal freikriegen. Ja, zum Beispiel. Weil das ist richtig unfair. Ja. Ich meine, ich wollte das ja eh nicht da und das ist ja wahrscheinlich auch nicht, aber es ist trotzdem richtig unfair. 9, 3, 4. Alle Löchlein stopfen. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Ach ja. Ach nee. Rechts ab. Ach doch. Oha. Echt? Mhm. Warum? Was ist denn? Okay. Zieh mal Ukulele holen. Ja, mach das.
Mit Gesang oder ohne? Ich bin noch nicht mehr live. Ja, wenn sie mitmacht, dann wirst du gleich wieder gesperrt von der GEMA oder so, oder von Sony. Genau. Das war bei Dings so, ne? Bei Leonie. Weißt du das eigentlich schon, Anna? Ja, aber Anna, weil das Server ist und mit der Ukulele, das Herz ist nicht gleicher. Hm, ich weiß. Das hast du auch schon mitbekommen, gell? Nee, sie wurde wegen Gesang auch hauptsächlich, ne? Es wurde als Cover erkannt. Es wurde okay. Und weil es ein Cover ist, durfte das Video nicht komplett gestrikt werden. Also gestrikt sowieso nicht, aber urheberrechtsmäßig, ne? Sondern nur teilweise. Das heißt, ich und der Urheber teilen uns das Geld, was da mit Werbeeinnahmen reinkommt. Wow. Voll assi, ey. Oh, ich muss eigentlich heute noch. Also das schaffe ich generell nicht mehr. Ich muss mir Mitarbeiter einstellen. Ich muss noch die Copper-Richtlinien erfüllen. Ich habe heute noch Zeit, weil morgen ist das Gesetz in Kraft. Okay. Das heißt, an die 600 Videos, jedes Video einzeln durchgehen und einen Haken setzen. Olli, ich wusste, dass du das nicht schaffst, ne? Das hast du nämlich schon vor Monaten gesagt. Ich muss das noch tun. Ja. Nicht, dass ich dann nachher an Silvester da sitze und die ganze Zeit den Kopper mache. Da mache ich heute. Rechts halten. Genau, ich stream das, wie ich das alles umstelle auf jedem einzelnen Video. Ja, doch, du streamst immer. Ja, doch, ja. Heute. Ich stream. Nee, ich muss da lang. Bin ich jetzt richtig? Ich bin ja, richtig. Und dann kannst du zu jedem Video nochmal was sagen, was wo du dich dran erinnerst, was du an dem Video toll fandst. Während du die Häkchen setzt. Weil es nur war's. Ja, richtig, genau. Olli weiß das noch. Olli ist doch wie so ein SpongeBob. Genau, ein Schwarm und vergisst alles. Und dann trocknet er aus. Genau. Krilli, halt die Kalappe. Boah, die eskalieren wieder. Klatsch. Also klatscht sie. Na. Wenn, dann verfütter ich sie. So als Silvester-Snack, weißt du? Wobei, es gibt ja hier noch jemanden zuerst, der das gerne hört. Steffen. Ich mag das aber auch. Du magst es auch? Das erinnert mich an Greta. Lol, okay. Okay, lass uns einfach. Ich über durchgehend da die Sonne rausholen, aber. Eine Shell-Tankstelle, ich will nicht bei Shell tanken. Dann lass es. Dann mach's nicht. Aber ich muss. Ja, das finde ich auch geil gemacht mit den Promods, ne? Du hast die richtige Lehne und nicht solche Fake-Lehnen. Ich hoffe, es kommt kein Zombie. Sonst habe ich ein Problem. Spielst du Minecraft? Ja. Was ist denn die neue Version und ich habe gerade so Schiffswrack gefunden. Okay, cool. Oh, shit. Oh! Wahrscheinlich ist Saufi jetzt. Tag schön. Guten Tag. Haben Sie auch Pornos? Ja. Hallo. Hi. Ausgeschlafen? Ja. Ist das ziemlich. Alter, wir waren schon um 8 einkaufen. Ja. Okay, cool. Weil du gestern gesagt hast, haha, viel Spaß bei dem Stress. Tag schön, ich möchte gerne bezahlen. Hab ich nicht gesagt, das hat Olli gesagt. Was hab ich gesagt? Gar nicht das, was du so. Nein. Ja, nee, ich hab mich heute ausgeschlafen. Du hast dich heute ausgeschlafen? Ja. Ich hab ausgeschlagen, verstanden. Ausgeschlagen? Nein, das hab ich nicht getan. Naja, doch, da stand wieder auf Balkon und hat seine neuen Schwänzige genommen und hat sich wieder ausgepeitscht. Au, du sollst nicht so viel Süßes essen, au! Selbstbestrafung oder was? Naja, genau so. Das gefällt nicht dir. Nein. Nein. Psst. Ich hab mich schon wieder über die aktuelle Parkplatzsituation aufgeregt. Weißt du, irgend so ein Typ parkt seinen blauen Chevy hier gefühlt 20.000 Jahre lang? Kriegst du vor der Tür kein Parkplatz? Ich stehe ganz gut. Toll bis zum Laufen. Und habt ihr alle Angst um eure Autos an Silvester? Nö. Hä, warum das? Nö, ich hab eine gute Versicherung. Naja, wegen irgendwelcher Raketen oder Böller, die dann das Auto beschädigen können.
Ich war tanken, 1,29. Ich will mit meinem Bruder spielen. Tschüss. Tschüss. Verlass uns doch. Tschüss. Immer, Olli, immer. Hm, ich weiß. Weg ist er. Steffen! Benimm dich, wir sind live. Habt ihr gar nicht gehört? Du hast gehüpft, ich hab's gehört. Nein, hat er nicht. Nein. Doch, hat er. Nein. Ich hab's auch nicht gehört. Du hast schon Geister gesehen. Ich weiß. Wir haben hier so lange. Wer hat's mir denn beigebracht als Sandwich? So, ich habe gesehen, Dennis hat jetzt Tears of für PlayStation. Ne, die das heißt, Speicherplatz freimachen. Nee, du brauchst jetzt ja gar nicht mehr. Ich muss Speicherplatz freimachen. Obwohl FIFA 18 kann runter, das spiele ich hier nicht mehr. Okay. Ja, so war in dem Spiel, dass das monatlich Geld kostet, ne? Hm? Das Doofe ist, dass es monatlich Geld kostet. Was? Geso, nein. Nein, kostet doch gar nichts. Kostet kein Geld. Hä, das Oder meinst du wegen dem PS Plus? Wenn du diese Bonusmitgliedschaft haben willst, dann zahlst du monatlich was, ja. Oder also, mehr Charakter. Also, Kater musste jetzt. Sie hat versehentlich für ein Jahr bezahlt. Autsch. Dann hat sie eine Bonusmitgliedschaft geholt bei Tesla. Und hat 120 Euro bezahlt. Autsch. Ja, das war ein Jahr. Hätte sie nicht machen brauchen. Naja, doch, es ist schon. Ist schon was angenehmer. 840. Ja, das tut dann schon mal weh, sowas, ne? Wenn du das versehentlich nutzt. Er wollte einen Monat haben, weißt du, und hat sich gleich 12 Monate geholt. Oder meinst du Final Fantasy? Nee. Bei Final Fantasy. Final Fantasy ist mittlerweile kostenfrei bis Level, weiß ich was. Ja, aber damals war das monatlich, oder was sagst du? Ja. Weil ich hab immer umsonst bei Tiere gezockt. Kostenlos. Hm. Ich mag Leute, die kostenlos den Unterschied zwischen kostenlos und umsonst kennen. Oh, jetzt kommt der Spruch von Nettie wieder. Ja, weil du es immer noch nicht gelernt hast, Alter. Mein Gott. Ich bin in Schweinfurt. In Schweinfurt? Das Lied würde ich gerne mal spielen. 500 Miles. 500 Miles? Hm. Ja, habe ich die ETS-Tour verpasst, war. 10:30 Uhr, hatte ich gesagt gehabt. Dann habe ich mich nochmal umgedreht. Oh, das ist. Sieht nicht einfach aus. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Wieso soll ich jetzt hier rechts halten? Biege nach rechts ab. Wow, cool. Gar nicht wahr, ich muss nicht nach rechts. Ich muss hier drauf bleiben. Der ist jetzt scheiße. Scheiß Navi. Ich bin dein Navi, ich bin dein Gott. Mhm. Ich mag auch Leute, die den Unterschied zwischen Seit und Seit kennen. Seit und Seit? Mhm. Ja, Seiten kenne ich auch, die nimmt man bei Gitarren zum Beispiel. Ich weiß, was Nati meint. Das weiß Steffen auch, der will mich nur fappen. Ich gucke mir gerade auf YouTube ein neues Video an, Beat Saber. Und jetzt fängt die Grille im Takt an mitzugrillen. Ja, so ist das mit den Grillen. Und Steffen, war nicht teuer, das Spiel, war? 15. Na, jetzt mittlerweile ist es nicht mehr teuer, nee. Nee. Wo ich mir damals gekauft habe, war ich 50 bezahlt. Da war es auch ganz frisch rausgekommen. Für LS19 noch 34 Euro haben. Okay.
Das war die Platinum Edition. Dann hat er gesagt, nee, das ist zu teuer. Und dann sagt Lara so, ja, von der Woche hat das noch 49 gekostet. Okay. Ich weiß noch, da habe ich mit Olli noch im Potsdam gearbeitet, wo das Spiel rauskam. Da war ich total verrückt danach. Ich weiß. Mich hast du auch verrückt gemacht. Ja. Ich habe das Spiel auch noch irgendwo rumzuliegen. Hast du dir... Ah ja, stimmt, du hast es dir auch mal geholt gehabt, ja. Ja, da war auch gleich eine Karte mit, weil mit 3 Monate kostenfrei spielen. Und danach hatte ich es dann auch aufgegeben. So, wie weit haben wir es denn noch? Nur noch 2800 Kilometer und dann war's das für heute. Dann geht's erst heute Abend weiter. Dann werde ich nachher hier noch ein bisschen umbauen und so. Alter Schwede, das ist schwer. Bitte rechts halten. Oh, es geht Richtung Österreich, so wie es aussieht. Hä? Links ist nach Linz und Prag und rechts nach Berlin-Dresden. Auf welche Spur muss ich jetzt? Ach Gott. Ich muss Richtung Linz und Prag, okay. Dann bin ich ja bald bei Anna. Was, wer war Anna? Bei Anna. Gott, sind sie süß, okay. Das Tierheim, wo wir Gina hier haben, in Rumänien, hat gerade ein Video hochgeladen. Die haben einen neuen Kindergarten. Oh, ich bin jetzt im Ludergraben. Ich muss mal in den Ludergraben reinfahren. Mal gucken, ob da ein paar Luder stehen. Da gibt es auch nur einen Parkplatz und Toilette. Ja. Wo gibt es keine Toilette? Kein Problem. Ich finde eine neue Route. So, hier ist der Ludergraben. Da. Hier gibt es nur Toiletten. Verstehe ich nicht. Wieso ist das Männerklo auf und das Frauenklo zu? Ja. Und wieso ist im Klo eigentlich gar kein Klo? Ja. Finde den Fehler, Olli. Naja, dann gehe ich halt wieder. Ja. Oh, Steyr-Fan. Kommt jemand aus Steyr? Vicky, glaube ich. Bam, 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 bam. Das ist cool. Übrigens, danke für die 10 Likes. Vielleicht schaffen wir ja über Nacht jetzt nachher 100 Likes. Ich würde doch gerne die Likes, die wir jetzt hier im Stream haben, würde ich gerne übertragen in den nächsten Stream. Null.
Ja, du musst halt wieder mehr ETS fahren, ne? Dann kriegst du auch mehr Likes. Anstatt dieses Mädchenspiel. SSO kommt besser an als ETS. Ja, weil mehr Kinder unterwegs sind. ETS spielen aber auch fast nur Kinder. Selbst von den Zuschauern, die jetzt gerade da sind, sind die meisten alle von SSO. Okay. Natalia ist von SSO. Nora ist von SSO. Oh, Ocelot schreibt nochmal. So, bin mal Mittagessen. Schönen Tag noch gewünscht. Oder später nochmal. Ja, wir sind auf jeden Fall bis Mitternacht. Also bis mindestens 5 Uhr morgens sind wir live. Was? Also von daher. Bis später. Ey, Steffen, kommst du vorbei? Ich mach frische Waffeln heute. Weil Olli will ja streamen. Also keine Fischwaffeln, sondern frische Waffeln. Frische Waffeln und keine Fischwaffeln. Dominik ist, juhu, er ist noch immer am Stream, natürlich. Ich bin ja mit im Stream. Bin ja oben mit bei. Noch circa eine Stunde bin ich live. Dann kommst du von hier aus. Und dann geht's heute Abend weiter. Ja. Olli hat schon einen Vorschlag gemacht, dass wir über Skype. Du willst nur, dass wir dabei sind, Olli. Das hast du jetzt gesagt, wenn du das meinst. Ich hab doch grad noch einen gesehen. Ich mach grad Diamond Painting. Nebenbei. Hey, ich hab den Joghurt. Da. Mann, ist das scheiße dunkel. Oh, wir sind jetzt Sulzbach. Was willst du denn da? Da gibt's Mr. Spec Store. Okay. Ist einmal direkt hier. Ja. Echt? So kennt sich Steffen aus. Was ist denn da für eine Stadt in der Nähe? Welche große? Frankfurt am Main? Ah. Ey, da kannst du doch herziehen, Steffen. Ich und im Store arbeiten? Oh Gott, Kundenkontakt. Was isst du heute Abend? Burger. Ungenießbare Burger wahrscheinlich, dass wir im Nachhinein noch was bei Lieferando bestellen. Die armen Schweine, die heute wirklich bei Lieferando arbeiten müssen, die ganzen Sanitäter, Krankenschwester, Ärzte, Feuerwehrleute und so weiter. Danke für euren Dienst. Und ich finde meine Burger ungenießbar? Ich weiß es noch nicht. Ich kenne meine Burger gar nicht. Ich weiß es noch nicht. was gibt's bei euch, Netti, nochmal? Schnitzel. Ach ja, stimmt. Wiener Schnitzel waren es, genau, richtig. Und Koketten. Scheiße. Ich hab was falsch gesetzt. Ich brauch eine Pinzette. Und die grillen gleich so. Still? Da muss nämlich genau immer wieder dahin. Zack. Oh, darf ich auch essen kommen? Wiener ist super. Da ist ja Wiener Schnitzel, ne? Und nicht Wiener. Aber ihr habt noch Besuch, Dennis. Wer denn? Dominik kommt doch vorbei. Oha. Dann musst du erstmal durch die Fratzenfalle. Weil in Bayern wird ja nicht jeder reingelassen, hab ich mir sagen lassen. Jetzt bin ich mal ganz kurz durcheinander hier. Oh, die Tour wird lang. Mal hoffen, dass ich bis 14 Uhr fertig bin. 3, 8, 6, 5, kann ja nur das sein. Sind das 2500 Kilometer?
Bei 5. Ah. Wo kommst du denn her, Dominik? Ah, Leon, da ist doch derzeit Leonie. Fahr mal kurz Leonie besuchen. Ich mach mal kurz beim nächsten Mal, wenn wir gleich dran vorbeifahren. Und wenn du denn durch die Fratzenfalle bist, dann musst du erstmal gucken, ob die Hunde dich überhaupt reinlassen. Die 2, 3. Gut, das ist niemand in der Nähe. Ich mache jetzt gleich mal ein Foto davon, dass ich gleich in Leon bin, dass Leon hier schon mal rauskommen kann. Da. Und genau jetzt kommt kein Schild mehr. Ja, ich fahre gerade durch Österreich, tatsächlich. Leonidas. So, wo habe ich denn eigentlich Leonie? Ich habe schon wieder gefühlt da unten ist er. Na, Steffen, du kleine Rampensau, was machst du? Ja? Was? Ich fahr mal kurz hier auf die Tanke. Oder? Nee, obwohl. Nee, die Tanke mag ich nicht, die ist uncool. Steffen! Mach denn! Was machst du gerade? Für die. Okay. City Skiline. City Skiline? Skiline, genau. Skiline? Skiline. Steffen, bringst du sicherheitshalber deinen PS4-Controller mit rüber? Okay. Falls wir noch irgendein Spiel finden. Wir können ja aus der Not auch sowas wie ein Monopoly spielen auf der PS4. Ich bräuchte es. Oder Uno. Uno habe ich auch. Uno? Mhm. Weißt du, dass wir ein paar mehr Spiele haben als nur Mario Party und Mario Kart, weißt du? Ich könnte ja auch die PlayStation rüberbringen. Das würde, die ist glaube ich nicht so schwer wie der Computer. Ja, dann brauchen wir noch einen Monitor. Wieso? Einer am Fernseher, einer am Monitor. Ja, so. Ja, das Monitor für Stream und so. Ich hab doch hier meinen kleinen Mini-Monitor. Genau, willst du da Monitor und dann nichts rüberbringen? Na, diesen kleinen Mini-Fernseher habe ich doch. Aha. Nicht gut? Ist ein bisschen übertrieben? Als ob du! Du, na, du wolltest dich doch gerade! Du wolltest, dass ich den Rechner rüberschlippe. Das wäre wieder sinnvoll gewesen. Ja. Nein. Nee, ist die Frage, wo wir das denn aufbauen? Wo wir den vierten Monitor aufbauen? Weißt du, du übertreibst, weil du einen kleinen Monitor mitbringst, aber er braucht für sich alleine 3. Ja. Aber du übertreibst, ne, Steffen? Ist klar. Ha. Kommst du aus Deutschland her, klar? Ich, ja, ich komme aus. Das ist ein Ausländer. Also offiziell komme ich aus Österreich, aber ich lebe schon sehr lange in Deutschland. Bullshit. Aus Schlumpfhausen kommt er. Aus was? Schlumpfhausen. Sag mal, warum seid ihr blau? Sehen dort alle so aus wie ihr. Ja, das muss so sein. Oh, wir sind in Graz. In Graz? In Graz, nicht Graz. In Graz habe ich Verwandtschaft. Was? Bist du auch ein halber Ösi, wa? Scheiße. Sind eigentlich zugezogen, ne? Okay. Aber die trotzdem, haben... ach du Scheiße. Sag mal, warum? Nein, Scheiße. Danke für den Ohrwurm. Echt mal. ja, bitte uns. Bitteschön, ja, ich weiß. Stefan, warum hast du das getan?
Oh, Susi. Was? Ach, Dominik, wir haben hier so viele Österreicher. Anna ist jetzt gerade weg. Die war vorhin noch da. Kommt auch aus Österreich. Und. Leonie. Jule war schon lange nicht mehr da. Die kommt auch aus Österreich. Leonie? Leonie kommt aus Deutschland. Nee. Leonie hat doch mal in Österreich gewohnt. Ja, die hat da mal für 2-3 Jahre gewohnt, genau. Vorher haben sie in Kroatien gelebt. Also sie ist in Kroatien geboren, Leonie. Also in Kroatien. Nee, obwohl sie ist glaube ich in Österreich geboren. Wo die sind von Kroatien nach Österreich und dann. Ach ja, ach nee. Ach doch. So, ich glaube, jetzt muss ich gleich mal in der Küche gucken gehen. Geh mal in der Küche gucken. Ja, ist gleich. Was wenn du mich fragen wolltest, ob ich auch was möchte, ja. Okay. Vergiss es bitte, danke. Das macht er sowieso immer. Dominik, aus welcher Gegend kommst du denn? Ist er Österreicher oder was? Ja, Dominik, der Weg ist weit. Dann flieg am besten bis Frankfurt am Main und dann bist du hier, wegen der Schnitzel. Schnitzel! Was hast du getan? Nicht mal Knabberzeug für heute Abend gekauft, Steffen. Ist das da hinten Graz oder ist das nicht Graz? Nee? Nein. Doch, das ist Graz. Fällt mir gerade so auf. Aber weißt du was? Brauche ich auch nicht. Graz hat sogar Strom. Ja, gut. Immer geradeaus. Ich schick dir mal ein Bild. Nun ist schon wieder ein Bild von Nancy. Ja, ich weiß. Da musst du durch. Obwohl, warte mal. Ich glaube, ich habe das schon in Conan reingehauen. Ja, das existiert schon in Conan. Das hat Dingens gepostet gehabt. Stefan. Okay. Ja. Ich mache mir noch einen Kaffee. Kaffee. Rechts halten. Kaffee. Und dann rechts ab. Kaffee. Dann nimm bloß deine Kaffeemaschine mit. Wer weiß, was du bei Olli für einen Kaffee kriegst. Biege nach rechts ab. Ich meine das gerade ernst. Aber mir gibt's keinen Kaffee. Merkst du was? Warum sollte man Silvester Kaffee trinken? Oh, einen schönen Espresso zu Silvester? Nee. Wir müssen nicht. Mal. Diese Ausfahrt. Nee, ein Espresso. Ach nee. Doch, komm, geht doch klar. Oder wie heißt dieser Kaffee mit Alkohol da? Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Parivea? Oder ein Irish Coffee? Irish Coffee meine ich gerade. Na, da gibt's doch den Parivea. Hört sich an wie Pariser, aber egal. Was ist Parivea? Pariser ist ein Kondom. Aha. Entschuldigung. Olli, das war vorhin voll lieb, dass du Dennis Bescheid gesagt hast. Der kam direkt kuscheln und hat mich ein bisschen aufgewärmt. Ja, du hast ja geschrieben, ne? Ja. Cooles Lied, sag mal, warum seid ihr so blau? Weil wir saufen wie... Ach ja, das typische... Schlumpfenlied. Genau. La 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 la. Steffen und jetzt du. La la la. La 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 la. Ich hab manchmal das Gefühl, die zucken im Takt. Oh, wie ich jetzt hier runtergebremst werde. Mir kommt es vor, als ob ich gerade 30 war. Na, 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 na.
Parkplatz vor der Tür ist frei. Ich glaube, ich park mal um. Ich schaff da eh nicht, bis er unten ist, das Parkplatz weg. Ich auch so. Bist total übertrieben, weißt du, er steht eigentlich auf seinem Parkplatz, weißt du, bloß weiter rechts und nicht direkt vor seiner Tür. Rechts halten und dann rechts. Ja, ich stehe da ganz hinten irgendwo, fast auf der Straße. Obwohl, das ist der einzigste Parkplatz, der frei ist. Nee, das Risiko ist so gut. Paula sagt jetzt, park um, dann hast du deine Ruhe. Vor allem, dann gibst du Ruhe, innerlich auch. Wie viel so groß? Bis ich unten bin, ist er weg. Du, ich hätte gestern auch noch umparken können, bei mir war auch noch ein Parkplatz frei. Ist bei dir einer frei, dann pack um. Ach nö. Ich stehe ganz gut da hinten. Oh. Ah, erschossen. Wer war das, ein Böller oder ein Auto? Bei uns nicht. Steffen, bei uns Böllern sind noch nicht. Mein Auto, Olli, mein Auto sagt schon wieder, bitte Öl nachfüllen, da ist irgendwas. Aber er geht ja übernächste Woche eh in die Werkstatt. Na, anzeigen soll das eigentlich nur, wenn du den Wagen frisch gestartet hast. Hm. Weil er dann immer ein bisschen braucht, bis der Motor warm ist, bis er die Anzeige richtig anzeigt. Na, nicht die Anzeige. Du weißt ja, wenn das da steht. Ja, meine ich ja. Die Öllampe, die macht er ja trotzdem an dem Start. Entschuldigung für den Lärm. Aber ich brauche eine Schokowaffe. Autsch. Nee, ich glaube, irgendeine Dichtung ist auf einmal. Was er denn sagt, hey, ich soll die Ölige suchen. Oh, glaube ich gar nicht. Ich denke mir so, okay, es ist recht kalt draußen, das heißt, der Motor muss erst warm werden, bis dann irgendwann die Meldung verschwindet. Du, die Meldung kam, wo ich in Felden war. Mit Auto. Warst du halt schon in Felten? Wie denn das? Bist du nicht eben das aufgestanden? Nee, ich bin um 11 Uhr gestanden. Ja, und du bist seit fast einer Stunde im TS. Du bist um 11 Uhr aufgestanden. Wann warst du denn heute in Felten? Um 11.30 Uhr bin ich los. Da, und um 11.40 Uhr warst du im TS? Nee, never. Halb eins, glaube ich, war ich im Tier. Wir haben es halb eins. Nee, haben wir nicht. Ja, wir haben es kurz nach halb eins. Vielleicht war ich kurz nach 12 Uhr. Boah, was ist das für Idioten, ey. Weißt du, die Leute, die jetzt schon böllern, die haben auch nur einen kleinen Penis. Sie hat Penis gesagt. Ja. So, 111 Zuschauer. Bitte links halten. Na, gestern hat hier hinten eine Wohnsiedlung, ich glaube, diesen Polenböller hochgejagt, das hat mir angehört wie eine Bombe. Oha! Und dann haben alle Hunde gebellt. Bitte links halten. Ich finde sowas einfach nur noch idiotisch. Naja. Ich bin mir gerade echt nicht sicher, was das für ein schönes Zeichen sind, ne? Man merkt, dass es Silvester ist, wa? Die Autobahn ist leer. Die ist doch bei Truck FMP immer leer. Dann warst du noch nicht in gewissen Städten. Lass es mal Duisburg-Calais fahren. Da stehst du eigentlich die komplette Tour durchgehend im Stau. Okay. Was ist das? Was ist so das Besondere an Duisburg-Calais? Das ist durchgehend Landstraße. Oh. Die beliebteste Strecke überhaupt. Und warum ist sie so beliebt? Bitte, weil es durchgehend Landstraße ist. Ah, okay. Wo ist denn meine Pinzette wieder hin? Olli, du hast sie mir weggenommen. Ach ja. Oh, da hinten ist die nächste Maut.
Autobahngebühr. Oh, das steht sogar auf Deutsch. Die können in Italien sogar ein bisschen Deutsch schreiben, ist das schön. Wenn du mal überlegst, so manche Wörter hören sich in Englisch oder in anderen Sprachen so toll an und in Deutsch so komisch. Ja, so streng, ne? So kalt. Ja. Die Schranke geht nicht auf, die hat einen Defekt oder so. Heißt das so auf Englisch heißt Autobahn Highway oder Roadway, ne? Und auf Deutsch Autobahn. Das ist die Steckdose, okay. Die Schranke geht nicht auf. Das bin ja, ich. Dann hast du so wenig bezahlt. Lassen Sie mich bitte durch. Ah, geht doch. Bitte zahlen Sie mehr. Es sind so viele Fremde hier auf dem Parkplatz. Ich kann hier alles besuchen. 3, 2, 3. Da ist aber schon eine einzige, brauche ich nur einen einzigen. Huch! Ich werde schon angeglotzt, Steffen. Was wirst du? Ich werde gerade beobachtet. Von? Spinni. Okay. So, Essen ist unterwegs, Schatz, ja? Was gibt's denn überhaupt? Bedöse. Was gibt's denn? Döse. Was? Fritteuse? Bedöse. Sprichst du bitte klar und deutlich? Was aus der Döse? Was aus der Dose? Ja. Wie jetzt? Rede doch mal Klartext mit mir, verdammt nochmal. Fritteuse, Mensch. Na, Pommes. Ach so. Wow. Sagst du mir so schnell geht's nicht, ist aber schneller als ich. Hardtech Girl, hi! Hallo. Wie geht's dir? Am Neujahrstag, heute am 01.01.2020. Du weißt nicht, in welchem Land ich bin, obwohl selbst. Oh, es muss bald soweit sein, ne? Ich muss mal kurz gucken. Ich glaube, so 16 Uhr feiert der ganze asiatische Raum, ne? War da irgendwie so, ne? Na, los geht's, glaube ich, Richtung Neuseeland. Das sind, glaube ich, die ersten. Ich kann ja mal auf die Weltuhr gucken, nachdem ich mein Ladekabel gefunden habe. Desi ist auf Platz Nummer 3. Und da ist es jetzt. Okay, ist erst 21.52 Uhr. Noch 3 Stunden, dann ist Neujahr in Australien. Ich fahre eben auch. Mir geht's gut. Das ist doch schön, dass es dir gut geht. Welche Strecke fährst du denn gerade? Also, wo bist du? Was hast du gesagt? Dann, ja, so ab 16 Uhr feiern die ersten, glaube ich. So war das. Ja, das passt. Stell dir mal vor, wir warten noch und die anderen sind schon voll, wa? Es gibt so viele Leute, die sind jetzt auch schon voll. Aber wir beenden ja sogar ein Jahrzehnt. Hm. Und rutschen auch in ein Schaltjahr rein. Hm. Da haben wir gelernt, alles was man durch 4 teilen kann, ist ein Schaltjahr. Hm. Von Kassel nach Düsseldorf, okay? Ist ja eine kleine Strecke, wa? Also ich bin jetzt hier noch Ewigkeit unterwegs bis nach Zypern. Oh, Zypern? Ja, ja. Von Dortmund aus. Du weißt schon, dass das so fast zur Türkei gehört, ne? Ja. Apropos Dortmund, ich werde mal FIFA zocken. Ich fahre, glaube ich, sogar durch die Türkei.
Mein Bruder fährt wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich, der geht ab Juni für ein halbes Jahr Marineeinsatz. Mittelmeer, oh. Zypern, dann sein Heimathafen. Ja, wenn man denn sowas hört, ist einem dann ein bisschen anders, ne? Ja. Das wird für mich nächstes Jahr oder dieses Jahr, das Jahr dann verdammt komisch werden. Oder für die Leute, die jetzt auch schon ihre Familienmitglieder da quasi im Ausland haben. Ja, mache die Weihnachtsgeschenke fertig. Ich brauche noch 3 Touren. Die habe ich Gott sei Dank schon. Die habe ich heute fertig geschafft. Also ich habe zwar immer noch Weihnachtsgeschenke. Die habe ich jetzt nicht mehr. Habe ich jetzt nicht mehr drauf, weil ich jetzt Pro-Mods war. Aber habe ich heute auch endlich durchbekommen. Was hast du denn davon? Du bekommst Sachen geschenkt. Du bekommst ein Paint geschenkt. Du bekommst irgendwas anderes. 3 Sachen, glaube ich, bekommst du geschenkt. Von Fuck SMP. Wow. Juhu. Aber ich habe gesehen, ich kann die Weihnachtsgeschenke auch offline fahren. Natürlich, warum nicht? Solange du mit World of Trucks verbunden bist. Achso. Weil du gerade wartest von Truckers MP. Ja, naja, ich spiele selber Truckers MP. Hm. Oh, hast du ja. Verträge, damit du quasi YouTube-Verträge und so? Weswegen? Es wäre doch cool, wenn die dir dann mal das ein oder andere DLC oder so zukommen lassen. Und Warcraft SMP hat ja nichts mit ETS zu tun, außer dass man Multiplayer spielen kann. Okay. Also, da müsste ich mich, wenn schon, woanders hinwenden. Ja. Ah, bis die Schranke hier aufgeht, da ist Weihnachten. So. Ah, die Weihnachten ist schon vorbei. Was? Mit Lenkrad fahren ist am besten. Hey. Ja, Lenkrad habe ich derzeit nicht. Ich habe eine richtig coole Tastatur. Ja, das ist richtig cool und so. Ja, Tastatur ist das auch nicht. Tastatur fährt sich komisch, ganz ehrlich. Hm. Oh, Passkontrolle. Ich hab meinen Personalausweis vergessen. Ich komme jetzt hier eh nicht durch. Hast du eigentlich den Chip schon gefunden, Olli? Nee. Oder du hast gar nicht mehr so wirklich gesucht, ne? Nö. Also der ist nicht mehr hier, sonst wäre der hier. Stefan. Aber ich liegt irgendwo auf Arbeit rum. Ja, ne Ding. Kannst du dich an den Spruch erinnern von Olli, dass er die ganzen Sachen für Artikel 13 noch fertig machen muss? Diese ganzen Videos, 600 Videos oder was das waren? Das war nicht Artikel 13. Artikel 13, da kann ich eh nichts machen. Das kommt, jetzt kommt. Ja, ja. Es geht um Kopper. Er hat doch damals gesagt, naja, ich muss das mal machen, nicht, dass ich dann an Silvester da sitze, weil das ja dann in Kraft tritt und ich muss ja meine Videos noch alle abhaken. Genau das ist passiert. Olli hat nicht ein Video kontrolliert. Na, die neueren Videos sind ja automatisch schon so, wie sie sein sollen. Aber trotzdem, du hast das damals gesagt, dass du das fertig machst. Und hast damals schon gewusst, Gesundheit, und hast damals schon gewusst, dass du es nicht schaffst, dass du denn zu Silvester sitzt. Gesundheit, einer kommt. So. Komm, Steffen, einer geht noch. Oh nee, das will reichen. Benutzt ihr noch SpadV? Also derzeit nicht. Kommt sicherlich irgendwann wieder. Was ist das überhaupt? Derzeit liegt SpadV irgendwo rum. Gesundheit? Oder was war das jetzt? Was Gesundheit? Hat da gerade nicht nur einer genießt? Hab nichts gehört. Ich fahre mit dem Logitech G920. Ja, Logitech ist ja generell, was Lenkräder angeht, recht gut. 3031. Schnauze! Ich werd jetzt schon müde, das wird lustig. Geh schlafen. Ich hab 5 Energies zu Hause. Olli, du bist echt nicht mehr ganz knusprig, na gerne. Das heißt, es wird heute. Voll auf Drogen.
So, wenn Olli denn so wie so ein Eichhörnchen so, so durch die Wohnung läuft. Alan, Alan, Alan! Oh, Steve, 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 Steve! Ich weiß Bescheid. Ich mache mir meinen V-Plus heute selbst. Du mischt Energie mit Bier. Ja. Sehr ekelhaft. Es fühlt sich bei dem Lenkrad sehr real an, als. Also, es vibriert richtig mit und so weiter und beim Motor. Und wo man fährt. Ja, das ist das typische Force Feedback, oder wie das heißt. Ich wollte mal nach Essen gucken. Mach das! Bis gleich, dann. Oh, wie ist hier was? So. Die Lenkrad, wie gesagt, werde ich mir jetzt auch demnächst. Ich habe zwar noch eins hier rumzustehen, aber das ist jetzt nicht so ideal. Ich habe hier noch so ein altes Speedlink rumzustehen. Ah, ist ja schön, wenn die Autobahn näher ist. Hast du eigentlich das Foto dann noch von gestern, Olli? Ja, warum? Welches Foto? Ach so, ja, das habe ich. Was ist denn für ein Foto? Muss mir mal rüberschicken. Mache ich nachher. Von eurem ETS oder was? Nee. Nee, Olli hat gestern auf der Autobahn lila Wolken fotografiert. Wir bleiben wach, dass die Wolken wieder lila sind. Ungefähr so? Ich schlafe ein, bis die Wolken wieder lila sind. Olli, hau dich doch nochmal hin, Mensch. Nee, 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 nee. Es kann doch nicht sein, dass du heute noch schwächelst. Das werde ich nicht. Wirst du wohl. Warum steht da unten ein Stopp auf der Straße? Ich glaube, ich sollte langsamer werden. Wie war das bei Simpsons? Ey, wir können nicht bei jedem Jobschild anhalten. Schranke, geh auf! Rabe Schranke. So. So, es dürfte nicht mehr als 2000 Kilometer sein. Genau 1871. Bitte rechts halten. Soll mich rechts halten? Ich war noch nie in der Gegend, wo ich jetzt gleich hinfahre, ne? Ich brauche eine Klinge. Mal gucken, wie es so ist. Da haben wir mal ein Skalpell, gell? Hardtech Girl, hast du auch alle DLCs oder hast du nur. Also, welche hast du? Fragen wir mal so. Ich glaube, Tom, du hast alles, ne? Du hattest ja sonst eigentlich immer alles. Das geht ja perfekt. Oh, da ist ein Schild. Hübsches Schild. Ah. Lass dich mir nicht stüffeln. Ja, oh, danke. Kaffee. Kaffee werde ich mir auch gleich machen. Ich dachte, du hast doch Kaffee. Ja, aber ich hab gerne. Weißt du was? Ich jetzt krieg Pommes. Oh, Full House, was ist da für Werbung? Schatzi, Controller bitte dahin, wohin kommt. Nicht einfach auf den Tisch. Dankeschön. Dauert noch. Ich dachte. Ah, das holt sie auch bald, okay.
Ach ja. Wie kannst du eigentlich schreiben während der Fahrt? Ja, das könnte ich nicht. Ich würde hier so alle Leitplanken mitnehmen. Entschuldigung für den Krach gerade. Deine letzte Tour war Olli? Ja. Ich fährte danach rein. Nee, danach ist Feierabend. Bin ich schon wieder fast 3 Stunden live. Olli, willst du... Ich halte an, schreibe ja mit dem Handy... Ach so, okay. Hm? Willst du jetzt meine Meinung hören über deinen Fidget-Account? Oder deinen Fidget-Dingsbums? Siehst du, muss ich auch noch was machen. Oh Scheiße, hätte ich doch bloß nichts gesagt. Da muss ich nachher auch noch ein bisschen was tun für heute. 6 für 5. Wie, was ist denn damit? Du hast doch letztens gemeint, dass du so weit gekommen bist. Dann habe ich dich doch gefragt, ob du meine Meinung dazu hören willst. Ach so. Wie ich das finde. Dann hast du gesagt, nein. Olli, warst du heute später schon online? Nee. Ich stehe neben dir jetzt. Wie hast du denn das geschafft? Hast du viel Geld ausgegeben? Nee, ich hatte irgendwie 2 Ports noch gehabt. Ich weiß nicht, woher die kommen. Ah, okay. Wahrscheinlich irgendeine Allianzbedrohung oder so. Das kann sein. Und neben dir war Platz und dann habe ich gesagt, so, okay, stell dich wieder neben dir. Ja, ich wollte mich heute eh woanders hin platzieren. Lol. Ich fand da, wo du stehst, ganz gut. Ich hab noch einen, doof ist nicht. Olli, ich glaube, du kannst abhauen, wie du willst. Steffen wird immer bei dir. Muss mal wieder Star Stable zocken. Star Stable kommt wann wahrscheinlich erst morgen wieder. Außerdem hat er doch erst. Heute kommt... Männer, noch schön. Mario Kart, ja, da werde ich Steffen ein bisschen abzocken, also ein bisschen Mario Party spielen wir heute noch, ja, da werde ich Steffen auch vernichten. Lol. Und vielleicht noch auf der PS4 irgendwas, was man zu zweit spielen kann. Sowas wie Uno oder Monopoly, wo ich ihn auch fertig machen werde. Lol. That's you. Olli? Hä? Was? That's you. Ja, I'm the best and so. Do you know? Nein, an der PS4. Dieses Quiz, das, was wir immer gespielt haben? Ja. Was man mit dem Handy spielen muss? Das könnte man auch machen. Das wäre nämlich genial. Ich hab's zwar auch nicht mehr drauf, aber ich kann's runterladen. Das, da brauchst du aber die Handy-App auch für, ne? Ach, scheiße. Zum Thema PS4. Nee, das passt. Ich brauch keine Plus-Mitgliedschaft. Dafür brauchst du die nicht. Nee, für alle 3 Spiele brauche ich das. Ich auch bei Uno und so weiter nicht, weil wir ja, wenn, nicht online spielen, sondern er ist ja hier. Ja, eben. Du spielst auch SSO. Auf welchen Server spielst du denn da? Siehst du, Hardtech Girl spielt auch ETS und SSO. Siehst du, das... Sie spielt Spiele, die fast nur männliche Personen spielen und spielt auch SSO. Und ich spiele auch Spiele, die halt weibliche Personen spielen und spiele auch ETS. So. Ja, ich muss mich kurz rechtfertigen. Ich warte drauf, dass Nettie irgendwann SSO spielt. So wie es damals mit Fiesta geklappt hat? Ja, so in etwa. Wie soll man die Flasche zudrehen in der Kurve? Außerdem hast du mir ja versprochen, dass, wenn ich Fiesta spiele, dass du dann mal Minecraft spielst. Nach meiner Wahl Minecraft. Da warte ich immer noch drauf. Nee, das Ziel war, dass ich mir Minecraft hole und das habe ich ja getan. Da hat er recht. Das hast du nicht getan. Du hast es dir nicht geholt, du hast es geschenkt gekriegt, weil du den Arsch nicht hochgekriegt hast. Das stimmt auch wieder. Aber was kann ich dafür, wenn Dennis alles mir schenkt? Wieso Dennis? Das war Olli. Ach, hat er vergessen. Olli, ich würde mit ihm... Er hat vergessen, was er zum Geburtstag bekommen hat. Von wem vor allen Dingen? Von wem? Von seinem Homie, das war ein Geburtstagsgeschenk. Das war ein Geburtstagsgeschenk, stimmt. Habe 2 Accounts. Einen mit über 30 Pferde und Level 19, fast 20. Und einen mit Level 20, fast 21. Ja, ich bin mittlerweile auch 20. Allerdings spiele ich derzeit auf Server 2 und die haben jetzt einige Server zugemacht. Deswegen ist es dann ein bisschen... Ein Stückchen muss ich noch. Ach, ich will ja 23 Euro bezahlen. Was habe ich denn überhaupt für eine Fracht drauf?
Motorkühler, 9 Tonnen. Ja gut. Die Motorkühler bringen wieder ein bisschen Kohle rein. Gina, hör auf, das ist der Weihnachtsmann. Verdammt. Okay, das gibt jetzt ein Gegentor. Das ist doch Wahrheit. Ob der E-Bus sich nochmal ins TS bewegen könnte? Ach, das ist jetzt schon besoffen. Ich wette mit dir, das ist jetzt schon besoffen. Glaube ich nicht. Du, wenn man in einem Land ist, wo man die Schrift nicht mehr lesen kann, was auf den Schildern steht, ne? Ach, ja. Wo bist du denn? Ich kann die Schrift nicht lesen. Aber nicht mehr in Deutschland und das ist auch nicht mehr Italien. Warte mal, ich fahr mal kurz rechts ran. Hier kann ich nicht lesen. Warte. Ich bin in. Keine Ahnung, was das für ein Ort ist. Das könnte Türkei schon sein. Ich weiß es aber nicht. Keine Ahnung, wo ich bin. Jo. Ja, finde ich nicht so toll, da dass Server 2 eigentlich mein Heimatserver ist und bin nur auf Server 1 wegen einem Club, der aber jetzt leider aufgelöst ist. Ja, mein Club ist noch total aktiv auf Server 2, ne? Aber die Server machen ja nächste Woche wieder auf. Die anderen Server, die jetzt geschlossen sind. Hallo. Also Schnuggis, ich bin jetzt erstmal essen, ja? Viel Spaß! Ja. Und ich bin wieder da. Ich esse trotzdem. Bin hier und bleib. Das ist schön. Du bist nicht so wie Nettie. Genau. Nee, die Server sollen ja am 8. Januar wahrscheinlich wieder aufmachen. Die haben sie jetzt wahrscheinlich nur wegen dem Weihnachtsupdate geschlossen. Mal überraschen lassen. Oh, jetzt geht's ab. Ich hasse Baustellen. Aber ich muss sagen, hier, wenn man das jetzt so sieht, ne, das, die haben es nicht realistisch gemacht mit den Autobahnen hier. Eigentlich müsste doch hier durchgehend, weiß ich wie viele Kilometer durchgehend, nur Baustelle sein. Bist du nicht in Berlin auf der A10 unterwegs? Ja, aber selbst da ist es, glaube ich, nicht. Stimmt, der Heimweg von Bonn nach Berlin, der war eigentlich auch ganz angenehm, ne? Der war cool, ja. Nee, da hatten wir aber auch ein cooles Auto. Ja, das stimmt. Ich vermisse die Sitzkühlung. Ich vermisse die jetzt im Winter. Die habe ich auch schon im Sommer vermisst. Wieso darf man hier im Kurvengebiet überholen? Verstehe ich nicht. Linja, willkommen in Discord. Bah, das war doch niemals abseits. Ach komm schon.
Werde jetzt mal Fallout 4 weiterspielen. Mach das. Neue Route finden. Aber Fallout ist nicht so meins. Meins auch nicht. Ich hab's zwar auch, aber. Ich bin da auch nicht so wirklich reingekommen. Was spielst du denn sonst noch so für Spiele? Pass auf, jetzt holst du die ganzen Hitbreakers raus. Bin noch am Anfang, muss gerade diese Raider umbringen. Naja, gut. Mal sehen, wie lange du das Spiel noch gut findest. Lass uns mal überraschen. Ich habe aufgehört, wo mein Hund gestorben ist. Es gibt Hunde in Game. Ja, du hast am Anfang hast du so einen Hund bei dir. Rechts halten und dann den findest du irgendwo und dann machst du den als Begleiter. Biege nach rechts ab. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. GTA 5 habe ich auch. Horstlife habe ich auch. LS 17 habe ich auch. LS 19 habe ich auch. Russian Fishing habe ich nicht. House Flipper hatte ich mal. Ja, dann haben wir ja. Aber ehrlich. Gibt es ein Spiel, was du noch nicht so wirklich gezockt hast, Sonny? Gibt es sicherlich welche. Ey, was ist denn das jetzt für ein Scheiß? Jetzt kommen wir weiter. Jetzt habe ich einen kleinen Aufliegerschaden, aber passiert. Was passiert? Bist du irgendwo hingefahren? Ja, ich bin irgendwie. Das war ein bisschen eng und dann habe ich da irgendwas mitgenommen. Ach so. Ich habe auf den Chat geguckt und bin jetzt hier voll gegen. Läuft nicht so wirklich bei dir, wa? Jetzt gerade nicht. Ich wollte es eh eigentlich kurz stehen bleiben. Na, das dauert. Aber ich bleib dann auf der Autobahn stehen, ich fahr jetzt erstmal raus. Okay. Also wie lange habe ich damals gewartet? 10 Stunden mindestens. Out? Naja. Jetzt können wir das im neuen Jahr zocken, ja? Ja. Wie viel Gigabyte hat das denn? Keine Ahnung. Muss ich nochmal rausgucken. Prozent Schaden. Mann, Mann, Mann. Aber für 10% Schaden gibt es trotzdem noch was. 40 GB und dann das Update. Ja, kommen wir auf 80. Ja. Ich habe letztens 28 GB runtergeladen für Apex. Das hat ganze 32 Minuten gedauert. Obwohl das gedrosselt war, das Runterladen, ne? War irgendwie. Ist ja mittlerweile irgendwie alles gedrosselt. Man braucht eigentlich gar keine schnelle Leitung, weil es eh gedrosselt ist, das Runterladen.
Ganz schlimm finde ich Steam. Du willst dir im Steam ein Spiel runterladen? Juhu, ich habe eine richtig tolle Leitung. Ach so, ja. Hm. Und dann drosselt er ein bei, keine Ahnung, bei 15 Megabyte die Sekunde oder so. Ja. Bitte links halten. Aber auch an den Server, die sie da haben. Bitte links halten. Ja, ja, so ist das, wa? Hab ich schon wieder gelesen heute. Soll ja um 0 Uhr die Welt untergehen. Und schon wieder? Ja, wie jedes Jahr. Naja. Und ganz komisch, dass es immer nach europäischer Zeit um 0 Uhr ist, ne? Und nicht aus anderen. Ja, ja. Lol, das ist ja lustig. Bei FIFA gibt es einen Spieler, das ist ein rechter Verteidiger, der heißt Oliver Schröder. Mhm. Ach ja. Ach nee. Bam 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 bam. Die ganze Zeit mit Fernlicht gefahren, ist mir gleich aufgefallen. Ach, deswegen haben alle immer die Lichthupe gegeben, wa? Nö, hat keiner getan. Ich hab nur gerade komischweise das blaue Licht gesehen. Ein blaues Licht? Oh, ganz gefährlich. Ein blau blinkendes Licht? Wieso ein blau blinkendes Licht? Naja, Krankenwagen, Polizia. Polizei. Aber Polizei. Praktikant Twitch, hi! Oh, wir haben einen Praktikanten bei Twitch, ja? So. Und danke für den Host! Oh, ich muss es so aussprechen, wie es andere aussprechen, ne? Danke für den Host. Ah, ja. Ah ja, und hier natürlich auch, wenn es soweit ist, nachher, ne, einen guten Rutsch ins. Und alle anderen, die jetzt noch da sind, auch an Hardtech Girl und. Best. Und Nightbot. Wenn du gerade niemanden weiter findest, weißt du im Chat, weil der Nightbot wieder alles zuspammt. Biege nach rechts ab. Einen guten Rutsch ins Jahr 2020.
Und denkt dran, das ist was ganz Besonderes, das Jahr 2020, weil das ist das letzte Mal 2020. Was? Fährst du normal oder GTA-Style? Ich fahre natürlich, ich versuche normal zu fahren, aber manchmal sieht das aus wie GTA-Style. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Bitte links halten. Wieso soll ich mich jetzt links halten? Ich bleibe jetzt hier. Ah, ja. So, jetzt bin ich voll gefüttert. Wo ist der Vollzahn Pommes? Aber wir sind auch bald schon am Ziel, wa? Wie viele Kilometer sind das noch? 1315. Ja, ein paar Minuten noch. Dominik, willkommen zurück. Oh, jetzt hier nochmal anhalten. Los, 6 Euro Maut, dankeschön. 6 Euro. Hast du noch Pläne für deinen Channel 2020? Für Twitch weiß ich es noch nicht. Auf jeden Fall tut sich generell bei mir alles ein bisschen ändern, von der Qualität her. Was sind deine guten Vorsätze für 2020? Versuchen zu überleben. Genau. Wär schon mal was, ne? Das ist ja, ne? Also eigentlich? Jawohl. Ja, das wäre mal was. Ne, ich werde gleich schon im Januar ein bisschen was umbauen bei mir. Ich wechsle den Raum, also die Räumlichkeiten werden ganz anders sein als vorher. Die Räumlichkeiten? Ja. Ach so, ja, stimmt. Das hast du ja soweit schon mal erzählt, was du vorhast. Richtig. Somit ist dann auch die Cam-Qualität ein bisschen besser. Obwohl, glaube ich, das ist, worauf man gut verzichten könnte. Und nächstes Jahr ist eh so ein Jahr, wo es sehr laut sein wird. Da ich vom März bis Dezember durchgehend Bauarbeiten bei mir haben werde. Weil der Papa ist immer noch frei. Ich geh umpacken. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Will er parken? Ich sollte mal ein bisschen auf die Bremse gehen. Sonst geht das hier schief. So. Größere Räume, der Raum an sich ist nicht größer, aber derzeit musst du dir vorstellen, bin ich im Wohnzimmer, ja. Chill sozusagen auf meiner Couch, ja. Und hieß es rechts halten? Nee, ne? Neu berechnen. Ups. Ich hab rechts halten verstanden. Und jetzt bin ich falsch. Egal, ich kann da vorne. Ach, da vorne geht's eh schon wieder geradeaus weiter. Ah, das passt. Es ist kein großer Umweg. Ein richtiger Streaming-Raum wird das nicht, aber das wird auf jeden Fall halt der Platz sein, wo ich dann hauptsächlich streame. Dann kann ich meine grüne Wand wieder komplett aufbauen. Mein Gaming-Stuhl wurde vor kurzem geliefert, mein dritter Monitor ist da. Von daher wird das dann, denke ich mal, schön bequem. Den Fernseher, wo ich jetzt gerade drauf zocke, der kommt dann an der Wand, als großer Monitor zur Übersicht sozusagen. Dann kommt die Switch und die PS4 auch noch mit rüber, falls ich da mal was machen möchte. Dann rechts halten. Rechts halten. Ja, und ich bin ja derzeit eigentlich hauptsächlich mehr bei YouTube als bei Twitch. Ich weiß nicht, ob ich mehr bei Twitch... Also Twitch ist irgendwie, da kannst du streamen, wie du Lust hast, also wie du willst, ja, und irgendwie... friert es da ziemlich stark bei mir ein. Dann rechts abbiegen. Ist wahrscheinlich für Twitch noch zu wenig, was ich mache.
Und bei YouTube bin ich eigentlich ganz gut zufrieden. Biege nach rechts ab. Ja, perfekt. So. Hi Daniel. Daniel hat sie gerade geschrieben, hi Oil. Oh, es wird mal wieder runtergedrosselt hier. Gut, dann fahren wir wieder in Zeitlupe. Immer gerade. Aber wenn wir schon mal hier sind, eigentlich könnte ich da drüben die Garage mitnehmen, aber das wäre jetzt wieder komplett die andere Seite. Bitte rechts halten. Ja, ich bin rechts. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Dann nehmen wir die zweite Ausfahrt. Nimm diese Ausfahrt. Biege und jetzt nach links. Ab. Ja. Ich glaube, wir sind jetzt bei der Fähre, ne? Das wird lustig. Weil dann sind wir jetzt gleich schon auf der Insel. Wo ist jetzt genau die Fähre? Da ist. Die ist eigentlich rechts, ne? Neue Route finden. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. So, und jetzt wird's lustig. Map. Jetzt geht's hier auf diese Insel. Oh, das ist ja wirklich total klein hier, die Insel, wo wir jetzt drauf fahren. Neu berechnen. Neue Route finden. Ach du Scheiße, hier sieht es ja ganz anders aus. Was? So, wieder da. Bebe. Bebe. Danke. Wie komme ich denn hier raus? Muss ich jetzt wirklich... Muss ich mich jetzt hier zwischen den Autos durchkämpfen? Kämpf nicht durch. Auf welcher Seite fährt man eigentlich in Zypern? Rechts oder links? Ich glaube, das ist die bei uns. Biege nach rechts ab. Meinst du, wie bei uns? Ja, nur im britischen Raum ist es mit rechts. Ja, weil die Schild. Nee, ist es nicht, weil in Australien ist es auch andersrum. Ja, Australien gehört auch zum britischen Raum. Ausfahrt nehmen. Was hat Australien mit britisch zu tun? Wurde mal besetzt von dem. Ne, aber hier ist auch rechts, hier ist auch, Zypern ist auch entgegengesetzt fahren. Okay. Ja. Nimm diese Ausfahrt. Links halten und dann rechts abbiegen. Uah. Sie sind am Ziel angekommen. Da muss man sich vorher erstmal. Die Führung ist damit abgeschlossen. Muss ich vorher erstmal damit auseinandersetzen. Ist ja total schlimm. Biege nach rechts ab. Ah, okay. Das Gute ist, die letzten 1000 Kilometer, die sind jetzt so schnell gegangen, weil eigentlich die komplette Strecke Fähre war.
muss ganz kurz das gucken. Oh, mein Handy-Akku ist fast leer. Ah, okay. Also auf der linken Seite fährt man Vereinigtes Königreich, in Öland, in Malta, in Zypern, in Dänemark. Dänemark? Fast überall in Afrika. Wie Äthiopien, Ghana und weiß ich was alles, Kamerun. Selbst in Österreich ist man bis 1938 links gefahren. Und dann kam das Rechtsfahrgebot. Gut zu wissen. Selbst in Polen ist man links gefahren bis 1918. Eigentlich ist man überall mal links gefahren und irgendwann kam das mit dem Rechtsfahrgebot, wa? Und ich glaube auch, dass ich weiß, wer dran schuld ist. Nein, ich kann nicht alles auf Hitler schieben. Wieso? Solange ich regiere, ist das Rechtsfahrgebot. Linja! Hi, dein Live wurde mir mal wieder nicht angezeigt. Danke, YouTube. Ja, ich weiß auch nicht. Am besten nochmal die Glocke einmal deaktivieren, nochmal neu aktivieren. Und auf alle klicken. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Es wird irgendwie sehr viel nochmal nicht angezeigt. So, ich werde jetzt noch die Garage mir holen. Dann werde ich noch kurz zur Werkstatt. Oh, ist so ungewohnt, darauf zu achten, dass man links fahren muss. Ich weiß, dass du Discord hast. Ich habe dich schon entdeckt, tatsächlich. So, ich werde nachher gleich offline sein und dann geht's heute Abend zwischen 18 und 19 Uhr weiter. Irgendwann. Und dann bis Open End. Bis wir sehen, dass der Steffen komische Sachen macht im TS, sag ich schon, im Stream. Spätestens dann müsste ich den Stream beenden. Mach keine komischen Sachen. Ah, hier sehe ich jetzt auch das, was die anderen immer. Warum laufen die eigentlich alle in Gruppen? Hallo, was macht ihr dann? Ist das normal bei euch im Land? Dass ihr einfach mal so durch die Gegend läuft? Hallo. Also Schatz, die hätten echt auch gekonnt. Die waren ja labberig. Das waren ja keine Pommes, das waren irgendwelche gekochten Pommes. Ah. Ja, was denn? Ah. Ich wäre mit Dennis deine Pommes zufrieden gewesen. Du bist mit Dennis deine Pommes zufrieden gewesen? Ich wäre immer mit Dennis deine Pommes zufrieden, auch wenn die noch gefroren wären. Weil das ist ein guter Kumpel, ja. Da nehme ich das auch mal hin, wenn die mal gefroren werden, die Pommes, ja. Aha. Joli, dein Burger. Schmeckt er? Ja. Danke, Olli.
Ja, na, das macht man halt so, ne? Das sagst du nur, weil du wieder Bolognese von ihm hörst. Ja. Nein! Wie kommst du da drauf? Ich hab mir so viel Mühe gegeben, die Pommes. Mhm. Die Fritteuse zu tun. Ja, genau. Die in die Fritteuse zu tun und so. Da heiße Luft. So, Heinz Günther, du stirbst jetzt. Ist mir gerade egal. Nein, tu es nicht. Doch. Wir haben Kelly getötet. So, ein Foto. Ach, so weit bist du endlich mal, ja? Was? Wer ist wie weit? Du. Na, ich bin jetzt voll fertig und so. Und... Nee, mach ich ja. 135 Leute haben mich heute besucht im Stream. Vielen Dank dafür. Ja. Ja. So. Dann würde ich doch mal tatsächlich sagen. Ich guck, wo ich TV-Stream habe. Da ist es schon. Wie gesagt, wir sind dann so in 4-5 Stunden wieder da. Dann ist auch noch irgend so ein komischer Typ neben mir wahrscheinlich zu sehen. Ha. Oh. Könnten das denn? Ich weiß es nicht. Auf dem Discord-Server von einem YouTuber, der heißt Leon, wurden wir, was? Wurden wir gestern mega hart geprankt. Fängt ja gut an, wa? Jetzt hast du frisch Discord und passiert sowas. So. Gut. Ich höre eine Maschine. Du, was machst? Ich sag dann mal, das war's. Wir sind dann nachher wieder da und ich tue jetzt mal noch ein bisschen was hier zu Hause. Bis zum nächsten Mal, bis vielleicht später. Alle, die heute nicht mehr da sind, euch natürlich einen guten Rutsch. Kommt gut ins nächste Jahr. Tschüssi. Brecht euch nichts. Obwohl, brechen ist noch okay. Solange euch nicht anderweitig was passiert, ist alles gut. Vor allem, macht keine, wie heißt es? Dummheiten. Macht keine Dummheiten und macht keine Versprechungen, die ihr eh nicht halten könnt. Genau, macht Versprechen, die ihr eh nicht halten könnt, weil... Lohnt sich nicht. Habt ihr die letzten Jahre auch immer schon gemacht, wahrscheinlich. Genau. So, also, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. 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 Press start to play.